Die Ampel wird rot. Jetzt geht die Ampel aus. Gute Reaktion von Stanger. Mal schauen, ob er sich da eine Position holen kann. Katapultstart, der ist wirklich auf 12. Das gibt's doch gar nicht. Der hat 8 Netze gut gemacht. Ja, man sieht hier, er kann aber auch hier wieder absolut super Manöver. Genau, von beiden aber auch. Beide lassen sich den Platz übernehmen, kann nebeneinander her. Doch, macht er. Jetzt hat er die Möglichkeit, setzt sich aus dem Leben und wartet. Oh, und jetzt wird er weggedreht. Genau. Uiuiui. Ui. Oh, Kiefer spät auf der Bremse und schafft es auch nicht, doch er schafft es. So, einen wunderschönen guten Abend mit einer leichten Verspätung. Hier zum sechsten und gleichzeitig schon drittletzten Lauf der hiesigen VLTCC-Saison. Wir sind in Portimao und Portugal und uns erwarten wieder zwei hoffentlich aufregende Rennen. Wir, das sind wie immer Chris Giltjes und ich. Hallo Chris. Ja, wunderschönen guten Abend. 2 Wochen sind schon wieder um. Also mir kommt es eigentlich vor wie gestern, dass wir wirklich tolle Zweikämpfe in Hockenheim gesehen haben. Ja, die Jungs sind ein bisschen gereist und wir auch. Wir sind jetzt am anderen Ende Europas. Heute an der Algarve hier in Portimao, wie man hier unschwer sieht. Ja, also wie du es ja schon sagtest, Nils, wir kommen doch bei dieser wirklich kurzen Saison schon auf die Zielgerade, das kann man nicht anders sagen. 6. von 8 Läufen. Wir sehen heute 11 Runden in Portimao, in schönen Portugal, und ich denke, auch hier können wir sehr, sehr interessante Rennen sehen, wobei hier natürlich im Gegensatz zu Hockenheim das, ja, wie eigentlich die Kommentatoren immer so schön sagen, das Überholen wieder mal schön schwer ist, denn hier ist auch so ein richtiges Manöver sehr, sehr schwer möglich. Genau, wir sehen es. Also steht vor uns 2 Läufe Portimao, dann noch 2 Läufe Sepang, 2 Läufe Adelaide und dann war es mit der aktuellen Saison. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier haben wir einen kurzen kleinen Streckenüberblick. Eine tolle Strecke. Man könnte sie, wenn man es gut meint, sagen, es ist die Nordschleife in ganz kleine. Geht bergauf, es geht bergab. Es gibt sehr viele schnelle Rundkurven. Es gibt sehr, sehr enge und langsame Kurven. Es ist wirklich eine tolle Strecke. Ich würde sagen, in erster Linie für Motorräder gebaut und auch für Tourenwagen. Also Formel 1 wird hier wahrscheinlich nie stattfinden. Trotz alledem wirklich eine sehr schöne Anlage. Ja, Thomas Ettich mit seinem Scirocco hier die absolute Bestzeit gefahren bis jetzt mit 1 Minute 50. Generell kann man sagen, diese Strecke mit Sicherheit Scirocco-Land, zumindest ohne Gewichte. Wir haben das, oder mit überschaubaren Gewichten, wir haben das in der Preseason gesehen, die hier stattgefunden hat auf dieser Strecke vor der Saison. Und da waren es, ich glaube, 5 oder 6 Sciroccos, die an der Spitze waren. Ja, ganz genau. Der Vorteil natürlich ist dadurch, dass sie bereits in der Preseason gefahren wurden, dass wir natürlich hier sehr hochklassiges Rennen erwarten und sehr enges Rennen, denn alle Fahrer kennen sie. Also hier kann keiner sagen, er kam leider nicht zum Trainieren, denn selbst wenn es so war, dann dann ist das einfach zweitrangig, denn die Strecke sind sie alle schon gefahren.
Das ist auf jeden Fall klar und von daher, darüber hinaus ist es ja auch eine sehr bekannte Strecke, war sonst immer im Add-on-Contest zu finden. Jetzt ist sie wirklich als Originalstrecke. Viele sagen, die Add-on-Strecke gefiel ihnen sogar noch besser, aber gut, was zu meckern gibt es ja denn immer. Also ich denke, wie gesagt, also was man noch vielleicht sagen muss, die lange Gerade, wer diese Strecke so noch nicht kennt, wir werden sie ja gleich in der Streckenvorstellung sehen, ist, wirkt denn hier doch wesentlich länger, als sie doch in Wirklichkeit ist, zumal sie am Anfang immer so ein bisschen bergauf geht, also beziehungsweise ganz schön bergauf. So viel Topspeed oder so schnell ist die denn gar nicht und so eine super Überholmöglichkeit ist es auch nicht, wie man denken könnte, denn die erste Kurve geht relativ schnell, aber dazu kommen wir denn dann später. Genau, schauen wir uns erstmal die Gesamtwertung an. Ja, Marcel Wernicke führt noch immer, aber es wird knapper und knapper. Wenn ich mir das so anschaue, würde ich sogar sagen, theoretisch, durchaus realistisch, eigentlich sogar bis Platz 9. Also das muss man echt sagen. Es sind zwischen dem 1. und dem 9. nur 115 Punkte Differenz. Wir wissen, dass wir hier im Idealfall 300 Punkte bei zwei Läufen einfahren können. Klar, ist es nicht durchaus realistisch zu sagen, dass Johannes Scheuerle noch Meister werden kann, aber es ist zumindest mathematisch alles überhaupt nicht ausgeschlossen. Am knappsten ist es natürlich zwischen Marcel Wernicke und Hannes Fletterer. Auch Michael Schöttler, ja, mit einem gewissen Abstand, aber wie siehst du es? Meinst du, Marcel fährt's nach Hause oder würdest du sagen, Hannes ist da noch ein echter Konkurrent? Ja, also ich sehe es tatsächlich auch ähnlich wie du, also auch Johannes Scheuerle, ich sehe das so unrealistisch denn dann auch gar nicht, weil es hat natürlich auch was, wenn wir gleich auf die nächste Folie kommen, mit den Gewichten zu tun. Die Top-Favoriten ganz klar Wernicke, Fledderer. Noch knapper geht es hier dann, das sehen wir gleich auch auf der nächsten Folie wiederum mit den Gewichten, da ist nur ein Kilo Unterschied. Aber tatsächlich würde ich sagen, sind das die absoluten Top-Favoriten. Den Michael Schöttler da mit Abstand, wobei rechnerisch natürlich auf jeden Fall, zumal er ja für ein indirekt anderes Team fährt als Johannes Scheuerle, nur für das gleiche, ich sag mal, Mutterteam. Aber der Michael Schöttler ist ja mit dem Chevy unterwegs. Also von daher, also wem da so, ja, nicht draus streichen können, aber Norm Tuchel ist ja in Grid 2 abgestiegen, da er letztes Mal nicht an den Start gehen konnte und keine Provisional mehr vorhanden war. Markus Liebenstein auch noch, also da ist noch einiges drin. Ich denke zumindest, dass Johannes Scheuerle sich von dem Platz noch, ohne jetzt die anderen nicht erwähnen zu wollen, aber von dem Platz noch verbessern wird, denn er hat ja, vielleicht weiß ich, sogar zwei Rennen jetzt ausgesetzt. Ein Rennen, weil er muss ja jetzt wieder aufgestiegen sein, weil wir sehen ihn ja heute wieder am Start. Von daher ist da noch einiges drin und ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch eine Überraschung möglich sein dürfte. Wo es keine Überraschung mehr geben dürfte, ist in der Teamwertung. Da ist es für mich gelaufen, da ist es für mich vorbei. Ich möchte da auch keine künstliche Spannung reinbringen. Ich denke, HP Racing VW sowieso sehr, sehr, sehr stark. Before Your Life Marvel in dieser Saison auch sehr stark. Allerdings da der Abstieg von Tuchel natürlich ganz katastrophal, weil die beiden ja nur zu zweit an den Start gehen. HP Racing zu dritt. Natürlich kommen zwar immer noch zwei in die Wertung, allerdings ist es ja so, dass der dritte denn dann kann da auch mal ausfallen, was natürlich bei Before nicht passieren darf. Ja, dann auch eine sehr gute Saison, ganz auf jeden Fall, ja. HP Racing Chevy oder Chevrolet WTCC mit 2306 Punkten, auch einen ganz respektablen Vorsprung vor Team Gun Cruise One. Und ich denke, die üblichen Verdächtigen, wenn man so sagen darf, folgen mit RS Racing 1, SF Motorsport, 0211 Racing, Team Stadgroup, ja, Team Racestar Peng, Motorsport for All und RS Racing 2. Aber ich denke, da ist es für mich durch, oder siehst du es anders? Nee, ich denke, das ist gelaufen. Das, immerhin konnte das B3 Marvel Team sich relativ lang halten, da ganz oben, aber jetzt ist das immer auch soweit durch. Schauen wir mal auf die nächste Folie. Da kommen wir nämlich zu den Gewichten. Einen Moment, dann müssen wir mal aufrufen. So, da sind wir. Und ja. Zwar, genau, geh sie mal durch, die Gewichte. Genau. Ja, Max Liebenstein jetzt hier, der persönlich schwerstbeladene mit 29 Kilo. Das habe ich vorhin ja mehr oder minder vergessen. Der ist natürlich auch sehr, sehr schwer beladen. Das wollte ich dazu noch sagen. Also Markus Liebenstein 29 Kilo, Marcel Wernicke 27, Hannes Fledderer 26 Kilo. Thomas Kiefer ist dann mit 19, Michael Schöttler mit 16 und David Crocker mit 9.
dazu zu addieren sind dann jeweils, wenn die Fahrer denn ein Scirocco fahren, 30, ein BMW 30 und der Chevrolet Lassetti hat inzwischen auch 15 Kilo an Bord. Das heißt also, summa summarum fährt der Hannes Fledderer tatsächlich mit 56, Wernicke mit 57, Markus Liebenstein, ja, 40, Entschuldigung. Also die Dinger sind wirklich schwer beladen und da hat kein Favorit wirklich einen großen Vorteil, denn da haben sie alle kräftig eingeladen. Genau, schauen wir mal. So, in Training 2 haben wir noch 2 Minuten auf der Uhr, bevor die Qualifikation losgeht. Dann haben wir also noch ein bisschen Zeit tatsächlich, das ist gut. Auch die Jungs sind ganz pünktlich, das ist gut für uns heute. Nämlich, folgende Information, die Grids wurden ja zusammengelegt, es gibt also kein Grid 3 mehr, das heißt wir haben nur noch Grid 1 und Grid 2, deshalb wurden die Grids etwas aufgepimpt, wurden etwas größer gemacht, sodass alle Fahrer Platz finden, was gleichzeitig bedeutet, dass 9 Fahrer aufgestiegen sind aus Grid 2 in Grid 1. Gehen wir jetzt mal kurz alle durch, damit ihr da schon Bescheid wisst, das werden wir dann im Laufe der Qualifikation nochmal vertiefen, aber hier schon mal zusammengefasst, die Aufsteiger, Benjamin Krauter, Johannes Scheuerle, wie vorhin besprochen. Frank Fries ist wieder da. Tom Leiteritz ist wieder da. Maximilian Severin ist auch wieder da. Patrick Engelmann zum ersten Mal in dieser Saison Grid 1. Jörg Spindler ist wieder da. Andreas Meyer, nicht zu verwechseln mit Michael Meyer, ist auch jetzt in Grid 1. Meines Erachtens war Andreas Meyer noch nicht da, genauso wie Marius Schulz, der jetzt mit aufgestiegen ist. Aus Grid 1 abgestiegen, also heute nicht dabei, sind Michael Meyer, der Wandel zwischen den Welten, hat uns mehrfach thematisiert. Thomas Ettig, Norman Tuchel hatten wir auch schon thematisiert. Marc Fangmann aufgrund seiner Abwesenheit und auch David Reinke aufgrund seiner Abwesenheit. Für heute abgesagt in Grid 1 haben Gabriel Fürstner, Daniel Türk und eben genannte Jörg Spindler. Ja, man sieht es natürlich auch hier, was ich vorhin ansprach, Johannes Scheuerle hier mit den nur 30 Kilo, wenn ich das mal so sagen darf, weil er hat ja keine persönlichen Kilos an Bord, ist für mich heute ein absoluter Top-Favorit und wenn da wirklich ein, ja sagen wir es mal, ein Doppelsieg rausspringt, dann springt er ja so weit nach vorne und hat immer noch nicht unbedingt die Kilos der Mitkonkurrenten, dann hat er schon wieder ein ganz ordentliches Wort mitzusprechen. Von daher bin ich also der Meinung, ist da noch was möglich, obwohl er natürlich tatsächlich ein bisschen weiter zurück ist. Allerdings, wie gesagt, ich glaube, der Hanni Johannes ist für eine Überraschung gut. Ist natürlich für ihn sehr, sehr schade, dass er aus dem technischen Problem ein Rennen wirklich absteigen musste oder auslassen und absteigen musste, was für ihn natürlich sehr, sehr schlecht war. Von da ansonsten wäre der Johannes sicherlich ein absoluter Top-Meisterschaftskandidat gewesen. Jetzt würde ich ihn sagen als, naja, extrem überraschend könnte er denn noch was reißen. Aber es müsste schon sehr, sehr überraschend sein. Würde ich auch schon sagen. Hier sehen wir zum ersten Mal. Gleich werden wir uns in der Streckenvorstellung genauer denken, wie unglaublich es bergauf geht hier in der Geraden. Und so ähnlich geht's dann, ginge es dann, hätten wir die Runde noch fahren können, auch da hinten bergab. So, jetzt geht es in die Qualifikation. Schauen wir mal im Sitzungsinfo. Es ist trocken. Die Temperaturen sind auch normal. Es bleibt auch trocken. Da ist also alles im grünen Bereich. Und wir hoffen, dass wir mal mit einem der Jungs mitfahren können. Vielleicht wird es sogar Johannes sein, das wäre gar nicht so schlecht, auf seiner ersten zeitigen Runde, um dort entsprechend die Strecke vorzustellen. Was die Strecke selbst angeht, vorab schon mal, also ich würde sagen, eine Strecke, die durchweg beliebt ist, weil sie wirklich großen Spaß macht zu fahren. Sie ist sehr, sehr anspruchsvoll, ist wirklich nicht leicht zu fahren, aber macht tatsächlich großen Spaß. Also es gibt ja auch so Strecken wie, ja, Hockenheim, Oschersleben, Estoril. Da kenne ich sehr viele Menschen, die niemals freiwillig dort fahren würden, aber auch sehr viele Menschen, die das total toll finden. Hier würde ich sagen, gibt es wirklich mehr Freunde als Gegner, weil es wirklich eine aufregende, tolle Strecke ist. Ja, sie ist auf jeden Fall sehr interessant zu fahren, bietet alles und eigentlich ja auch relativ universell für jedes Antriebskonzept, hätten wir wahrscheinlich gesagt. Allerdings hat der Scirocco da wirklich in der Preseason sehr, sehr deutlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Wie gesagt, das muss er heute auch erstmal machen mit den Kilos. 30 Kilo hat mindestens jeder Scirocco an Bord. Da, glaube ich, sind die anderen mindestens konkurrenzfähig. Wir haben es natürlich auch wieder hier sehr, sehr warm. Und mit 37 Grad Streckentemperatur, ja, also ich sag mal, für die Quali natürlich eigentlich sehr optimal. Die Reifen werden auf jeden Fall ausreichend auf Temperatur und schnell auf Temperatur kommen. Ja, während der Qualifikation schon läuft, ist Thomas Kiefer noch im letzten Moment gejoint. Den
Überblick hatten wir jetzt noch nicht, dass tatsächlich nicht auf dem Server war. Wir schauen mal, wie viele insgesamt da sind. 24, das sieht also ganz gut aus. So, und so langsam geht's los. Thomas, Johannes Scheuerle nimmt ein wenig Abstand. Und wir werden uns jetzt der Dachkamera bedienen, um entsprechend eine schnelle Runde auf dieser Strecke zu kommentieren. So, hier geht es schon im letzten Stück auf die Startzielgerade. Eine Kurve, die vollgenommen werden kann, dazu komme ich gleich. Hier sieht man, wie es den Berg hochgeht. Hier muss man ein relativ leichtes und relativ starkes Auto haben, um auf der Geraden den richtigen Speed zu haben, nicht überholt zu werden. Dann geht es hier wirklich relativ steil den Berg ab, mit ultraspät und hart angebremst, runter in den dritten Gang hinten an die Curbs und dann eine langgezogene Kurve. Hier darf man nicht zu weit rauskommen, um keinen Cut zu passieren. Wieder innen an die Curbs und dann hier komplett brutal einzubremsen. Jetzt in den zweiten, manche sogar in den ersten Gang runter. Ganz eng nehmen, komplett hier hochbeschleunigen, geht es wieder einen relativ engen Berg hoch. Die kann man voll nehmen, die Kurve. Beschleunigt hoch, dritten Gang, vierten Gang, um jetzt auf eine kurze Zwischengerade zu fahren. Ein wenig Entspannung für einen kurzen Moment. Jetzt stürzt man sich hier wieder einen Berg hinab. Der Add-on-Stick ist aber noch stärker dargestellt. Hier den zweiten Gang ganz innen auf die Curbs. Auch oder so relativ wild, wie Johannes sie fährt. Beschleunigt hoch in den dritten Gang, gleich noch in den vierten Gang. Die Stelle geht natürlich auch voll, um jetzt die erste ganz schwere Kurve anzufahren. Runter in den dritten Gang, um hier rechts nicht so weit aus dem Curbs zu kommen. Dritter Gang, manche sogar kurz hier im zweiten, meisten bleiben aber im dritten. Beschleunigen hier wieder hoch, direkt in den vierten Gang. Und wieder geht es bergab. Man sieht hier wirklich, es geht berghoch, bergab. Auch der nächste Linksknick geht natürlich voll, ohne Probleme. Und es kommt eine zweite Kurve, sehr ähnlich der ersten. Wieder runter in den dritten Gang, das Auto schwänzelt, um in dem dritten Gang hier komplett zu bleiben. Und außen die Curbs schon mitnehmen und beschleunigt wieder in den vierten Gang. Auch hier wieder in den fünften Gang. Und kommt jetzt an einer Stelle, die sehr, sehr schwer auch anzubremsen ist, in den zweiten Gang runter mit den großen Wagen, hier sogar im ersten, sprich mit den GTs, dann hier beschleunigen, zweiter Gang, dritter Gang, manche hier wieder zurück in den zweiten Gang, um ganz in der Kurve zu bleiben, jetzt wieder in den dritten Gang. Die nächste Kurvenkombination geht voll, das ist die Stelle, an der wir angefangen haben mit der schnellen Runde. Vierter Gang sind wir jetzt schon. Und dann in den fünften Gang und dann geht's berghoch auf die Startzielgerade. Das war eine Runde Portimao, diesmal mit Johannes Scheuerle. Eine ganz gute Runde von ihm, würde ich sagen, aber mit Sicherheit noch nicht die schnellste. Ja, ganz genau. Auf jeden Fall eine sehr interessante Runde und Johannes hat hier schon mal eine ganz gute Zeit, aber das ist natürlich noch lange nicht die Pole-Zeit. Selbst im freien Training war er schon schneller, aber das ist halt VR. Wir müssen hier erstmal eine Sicherheitsrunde fahren, mehr oder minder. Aber die sah ja eigentlich schon ganz, ganz rund aus und es ist zumindest ja, schon mal vorübergehende Pole, aber da bin ich mir sicher, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ja, schauen wir uns mal im Zeitentableau das Ganze an. Das ist ja wirklich sehr knapp. Johannes Scheuerle knapp vor Benjamin Krauter, unserem Kollegen aus der letzten Saison. Dahinter dann Georg Kiefer. Hannes Schledderer jetzt vor Georg Kiefer jetzt mit einer persönlichen Bestzeit. Das Ganze schauen wir uns auch mal an. Beziehungsweise Patrick Engelmann hat sich gerade auf die 3 vorgefahren. Jetzt hier sehen wir Georg Kiefer auf der 4. Wie gesagt, im ersten Sektor mit einer persönlichen Bestzeit schmeißt sich jetzt hier sein Fahrzeug den Berg hoch. Im mittleren Teil müssen wir gleich, kommt die zweite Zwischenzeit, ob er da noch persönliche Bestzeit hat. Das sieht aber soweit alles ganz gut aus. Andreas Meyer all dieweil auf die 5 vorgefahren. Michael Schöttler auch auf einer persönlichen Bestzeit, genauso Benjamin Krauter. Wir bleiben aber trotzdem auch bei Georg Kiefer, weil er sich jetzt schon im hinteren Bereich der Strecke bewegt. Georg Kiefer auf die 3. Das irritiert mich jetzt, weil ich eigentlich Georg Kiefer gerade auf der 4 gesehen hatte. Michael Schöttler, der Ziel ist, also da ist einer, hat einen Server verlassen. Das muss es sein. Wer war das denn? Das habe ich jetzt leider nicht mitbekommen, wer es war, muss ich gestehen. Aber Hannes Fledderer. Oh, müsste es gewesen sein. Nee, der ist da ist er. Da ist aber Hannes, ist egal. Ja. Wir werden sehen. Ja, gut. Und vor allen Dingen, was man natürlich zu Georg Kiefer noch sagen muss, er hat's zurück. Er hat seinen Liebling zurück. Also Kiefer und Volvo C30, das ist einfach eine Liebe, die ist so hart und so stark, da geht nichts. Also der Georg hat ja aufs Auto gewechselt und ist jetzt wieder auf seinem geliebten C30. Er ist dann natürlich auch wahrscheinlich sehr glücklich drüber, dass er ihn wieder fahren darf. Ja, Michael Schöttler setzt sich währenddessen auf die Pole Position. Und das ist alles sehr, sehr, sehr eng. Aber wie gesagt, ich gehe da schon von aus, dass da noch 2-3 Zehntel kommen werden. Also kommen hinsichtlich von Jahrsehen, da ist schon das erste Zehntel. Auf der Pole jetzt David Krocker war es nicht. Mensch, ich habe gerade, entschuldigt bitte, diese Stocker hier. Thorsten Leistenschneider. Genau, Thorsten Leistenschneider. Wir haben gerade ein sehr, sehr schlechtes Bild. Kann man nicht anders sagen. Oh, da hinten fliegt einer ab. Das war Marcel Wernicke.
So, schauen wir mal im hinteren Feld. Also auf P9 im Moment Hans Fledderer, dahinter Roland Mittag, auf der 10, auf der 11 Liebenstein, 12 Wernicke, 13 Haarkamp mit einer persönlichen Verbesserung, ist jetzt auch entweder nach vorne oder nach hinten gerutscht. Das müsste Gerd Haarkamp auf die 2. Ich habe doch gerade, er verschwand noch aus dem zweiten Tabellenbereich, ist jetzt also auf der 2. Währenddessen ist David Crocker nicht mehr auf einer persönlichen Bestzeit. All dieweil aber auch kein anderer. Thomas Kiefer ist noch nicht gefahren. Stefan Bierwirth ist noch nicht gefahren. Und Maximilian Severin auf einer absoluten Bestzeit. Aber mit einem wilden Drift hier, das sah also wirklich nicht sehr gut aus, muss ich sagen. Ich glaube, dass er da alle Möglichkeiten verloren hat, seine Zeit zu verbessern. Auch er ist nur 3/10 hinter der Pole. Von daher muss da schon alles passen, um... mein Gott, der rutscht aber, das ist ja wirklich... Ist das hier ein Scirocco-Problem oder ist das... Ja, dieses lose Heck wird ja immer dem Scirocco angehaftet, aber so schlimm haben wir es ja bei den anderen nicht gesehen, was allerdings ja oftmals nicht heißt, dass er besonders langsam ist. Verliert aber dann doch jetzt hier 2,5 Zehntel und das ist natürlich dann doch von einiges zu dem Stand der Quali aktuell. Wir verlassen den Server, ich möchte nur sagen, mal wieder Benjamin Krauter ist auch mal wieder da. Mal wieder, ja gut, wir wollen ihn natürlich herzlich begrüßen, unseren Stream-Kollegen aus der vergangenen Saison, hat er jetzt hier persönlich ins Lenkrad wieder gegriffen. Mal wieder heißt für mich, weil er hat ja halt immer wieder und über Jahre Computer- und PC-Probleme, das heißt, dass er immer wieder mal vom Server fliegt. Aber seien natürlich herzlich willkommen hier bei uns in Grid 1 und viel Erfolg auch dir, Benjamin. So, Johannes Scheuerle macht sich auf den zweiten Stint auf, um seine Zeit zu verbessern. Ihm fehlt ja nicht sehr viel. Also vorne sehr, sehr, sehr knapp, muss man sagen. Also gerade die ersten vier, das ist ja weniger als ein Zehntel, würde ich sagen. Ja, was mich auch sehr wundert, wie gesagt, vorhin ist, wenn ich mich nicht ganz getäuscht habe, hatte der Johannes Scheuerle dann eine 51.440 stehen im freien Training. Der Grip hier im Quali ist natürlich dann immer noch mal eine Stufe besser und die Temperaturen sind sehr, sehr vergleichbar. Vorhin 37, jetzt sogar 38 Grad Streckentemperatur, also an dem Grad liegt sicherlich nicht. Momentan tun die Jungs sich natürlich ein bisschen schwer, aber wie gesagt, der erste Stint ist jetzt vorbei, jetzt kommt der zweite und vielleicht wollen sie jetzt alle ein bisschen viel, aber ich erwarte da schon eine 51.4, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber vielleicht habe ich mich da auch vorhin verlesen. So, denn Markus Liebenstein. Muss ich mich verlesen, aber ich habe gerade noch mal hier nachgeblättert. Der Rundenrekord ist ja auch nur eine 50,5. Was, eine 50,5? Ja. Richtig, ja, genau. Kann also sagen. Da geht schon noch was, ja. Ja. Ja, Markus Liebenstein. So ein bisschen für viele und auch, ich denke, da kann man auch ganz ehrlich sagen, für uns ein bisschen überraschend, diese gute und konstante Saison. Wir hatten es letztens schon thematisiert, aber er hat jetzt gezeigt, das war keine Eintagsfliege, das war kein Glück, das war keine... ja, ich sag mal, gute, glückliche Fügung. Also er ist jetzt hier wirklich regelmäßig in den Top Ten und auch in dem Vorderbereich der Top Ten zu finden mit sehr konstanten, guten Rennen. Also da zeigt er auf jeden Fall, dass er da reingehört. Und mit HP Racing, die Jungs werden zufrieden sein, einen so guten Fahrer da an Land gezogen zu haben. Ist jetzt auch super unterwegs, hat also nur 54.000 Zurückstand auf die Pole Position und hat sich selbst über 2,5 Zehntel verbessert in der zweiten Zwischenzeit. Also ich würde sagen, er macht einen ganz großen Sprung, mindestens in die Top 5. Gut geschätzt, sogar vierte. Auf den vierten Platz. Aber da vorne ist ja wirklich... Ist. Genau. Tom Leiterlitz also, ist jetzt auf 1. Oh. Hat Leistenschneider verdrängt. Ja, das ist ja so langsam die Richtung, wo wir so mit rechnen. 50,505, aber auch da wird bestimmt noch ein bisschen was gehen. Markus Liebenstein, mal gucken, was seiner ersten Zwischenzeit sagt. Die müsste jetzt hier kündlich kommen. Genau, aber weiter auf dem Gas bleibt oder zurück zur Box fährt, ob die Jungs sich zwei schnelle Runden gönnen oder nur eine, ist abzuwarten. Und dann springen wir ganz schnell mal zu Hannes, der auch mit der persönlichen Bestzeit unterwegs ist. Und Frank Fries auch. Der sogar schon im zweiten Sektor. Genau, da habe ich gerade auch eine magentafarbene. Scheuerle. Wir bleiben aber jetzt mal bei Roland kurz, schauen uns aber mal auf dem zweiten Tableau die Entwicklung bei Scheuerle an. Das war ja auch erst die erste Zwischenzeit, so wie ich gesehen hatte. Genau, bei Hannes Fledderer gibt es keine Verbesserung im Moment, er ist auf 12. Roland Mittag ist jetzt auf dem Weg in den zweiten Sektor, beziehungsweise ist schon auf dem Weg auf Start-Ziel zurück. Hat also auch schon den zweiten Sektor hinter sich.
ist auch da noch auf einer persönlichen Bestzeit. Das sind aber jede Menge um ihn herum, auch Benjamin Krauter ebenfalls. Schauen wir uns jetzt an, Roland Mittag sieht aus, wie könnte vielleicht in die Top 8 reinkommen mit der Zeit. Andreas Meyer, Thomas Hiefer haben den Server verlassen. Nein, er bleibt auf der 13. Meint es, irgendwelche Probleme zu geben? Ja, gut, dass wir nicht die Einzigen sind. Johannes Scheuerle, also wie gesagt, absolute Bestzeit auch im zweiten Sektor. Bewegt sich jetzt auch auf die Startziel zu. Thorsten Leistungsstelle minimal, aber links noch Sektor 1 war das. Bleiben wir hier wahrscheinlich mal auf Johannes und gucken uns das an. Jetzt hier die Zielkurve, die wirklich voll geht. Und jetzt geht's in die Box. Er wird etwas einen Fahrfehler drin gehabt haben oder keinen Sprit mehr haben. Auf jeden Fall etwas, was wir nicht gesehen haben. Ja, Leistenschneider mit seinem Heckantrieb. Neben Marcel heute der Einzige, würde ich sagen, mit Heckantrieb. Ja, ja, der Thorsten Leistenschneider war ja auch so ein bisschen unglücklich über den Rennverlauf beim letzten Mal. Das konnte er auch sein, das muss man sagen. Das konnte auch sein, ja. Waren wir ähnlicher Meinung. Und die Rego sah, soviel ich weiß, genauso. So, Krauter von nicht auf die 1 zurück. Hoffen wir mal, dass er nicht noch einen Reconnect hat. Mal ganz locker flockig mit der 51.3. Wir nähern uns also der 50er-Marke, die auch durchaus heute zu erreichen sein sollte. Schöttler trotzdem noch absolute Bestzeit. 50er sag ich mal, nee. Also ich sag mal, 53 tief noch, ne? 51.3 tief. Naja, Schöttler hat jetzt relativ einen Rückstand. Also ja. Du kriegst ja eh ein umfangreiches Care-Paket von mir. Also ich packe da gerne noch was mit drauf und wette, dass wir heute hier noch 50er sehen. Okay. Ich halte die Wette. Ist das eigentlich dann irgendwann, ich meine, wir outen uns hier, ist das irgendwann ein illegales Glücksspiel, was du hier mit mir betreibst? So langsam Rittersport und Ähnliches geht, glaube ich, dass wir da sollst keine Schlauchwerbung hier machen für unseren lieben Gil Ritter, den Admin der Serie. So, René Beitz, auch Admin der Serie. Auf der 22 noch, wilder Ritt hier von ihm, aber mit absoluter Bestzeit, zumindest im ersten Sektor. Wir müssen mal gucken, wo er sich befindet. Er befindet sich gerade jetzt, glaube ich, gleich vor der... Mein Gott, hier kommen die ganzen Leute wieder rein und ganz wilder Quersteher. Also wenn das heute bei den Sciroccos Programm bleibt, dann könnte es im Rennen wirklich ganz lustig werden. Also was sich der Scirocco hier bewegt, gerade beim Anbremsen in die Kurven, muss dazu gesagt sein, dass hier mindestens bei den zwei Kurven man richtig hart in die Kurve reinbremsen muss. Und das scheint dem Scirocco nicht so wahnsinnig gut zu liegen, obwohl er wirklich immer noch auf einer Top-Zeit ist. Also er hat nur 54.000stel Rückstand auf die Position. Und der Rest der Runde sah jetzt eigentlich ganz gut aus, trotz des wilden Querstehers. Von daher denke ich, dass auch er sich in die Top 5, Top 6 wird fahren können. Ja, aber da sieht man ja auch mal, was für ein Potenzial in der Runde noch drinsteckt. Ich denke, da kann der René Beitz hier ganz klar um die Pole-Position mitfahren. Auf jeden Fall wird er sich verbessern. Das ist ja mal Fakt. Und zwar von der 22 auf die 7. Aber ich denke, da geht noch was. Wie gesagt, das hat ihn bestimmt... Also bestimmt 2/10 gekostet dieser Quersteher. Da kam er ja nahezu zum Stillstand. Also das ist unabhängig vom Konzept des Fahrzeugs. Ja, war das halt teuer, zeitentechnisch gesehen. Ja, wir sind die Regie einen guten Riecher gehabt auf Michael Feier, der jetzt hier im zweiten Sektor auch auf eine absoluten Bestzeit gegangen ist. Michael Feier auch wirklich eine Überraschung der Saison. Also absoluter Top-Mann. Michael Feier war in der vergangenen Saison immer gut dabei. Aber eher unauffällig, also so im vorderen Mittelfeld, würde ich sagen. Und diese Saison wirklich Top-Leistung. Hatte ganz großes Pech, wo er in Hockenheim, also mit seinem Teamkollegen, außerhalb der Kameras zusammengerauscht ist und dadurch abgeflogen ist und das Rennen mehr oder minder aufgeben musste. Das war wirklich sehr schade. Aber ansonsten in dieser Saison wirklich absolut super mit dabei, muss man echt sagen. Und ich denke, so wie es aussieht, wird er jetzt hier locker in die Top 4 reinfahren. Ja. Weiter sogar. Mensch, ist das eng. Jetzt schauen wir uns mal das Zeitentableau an. Ob ich mein Care-Paket denn demnächst noch bekomme. Ich werde das hier online dazu berichten. Ja, Maximilian Severin geht hier auf einer absoluten Bestzeit. Schön einen Namen mal, der nicht immer so ganz vorne vertreten ist, mal da zu sehen. Oder zumindest jetzt die Möglichkeit zu haben. Also allerdings, ja, wieder kommt der Wagen. Also ich glaube, der Maximilian hat hier noch ein bisschen Heckprobleme sozusagen beim frontgetriebenen Fahrzeug. Da reißt er wahrscheinlich zu sehr rum, oder das Setup passt noch nicht. Das Potenzial von Maximilian ist sicherlich super, genau wie von seinem Teamkollegen Johannes Scheuerle. Wir wechseln mal auf Johannes, Entschuldigung, ich unterbreche, aber Johannes ist schon ein paar Meter weiter und wird also vor Maximilian, der jetzt erst in Sektor 2 ist, nämlich die Startziellinie kreuzen. Und ich würde behaupten, so wie das bei Johannes jetzt aussah, wird es für ganz vorne reichen.
Das war eine richtig gute Runde und auch im zweiten Sektor hatte er einen satten Vorsprung auf die absolute Bestzeit. Und ich würde mich wundern, wenn das jetzt nicht auf P1 schafft. Ups. Ja, musst du dich wundern. Ja, muss er also wirklich im letzten Sektor einen Fehler gehabt haben. Mal gucken, ob sein Teamkollege es besser macht. Aber auch da, der geht auch in die Box. Ich bin verwirrt. Welche Probleme hat Johannes Scheuer im letzten Sektor? Er ist immer bis zum zweiten Sektor absolut super. Kannst du dir sagen. Große. Ja. Das Gewicht, ist es das Scirocco-Gewicht bergauf? Nee, ne? Das glaube ich nicht. Also das. Ja, die anderen haben ja auch die 30 Kilo, ja. Treten wir eigentlich Benjamin Krauter zu nah, wenn wir behaupten, die einzige Hecktriebler neben Marcel Wernicke. Mit welchem Auto ist denn Krauter unterwegs? Ich glaube, im Kruz. Ah. Weil Benjamin war auch ein Verfechter des E6. Oh, das ist eine. Das war knapp für Patrick jetzt. Weil auch Benjamin Krauter eigentlich ein Verfechter des E46 ist und den sehr gerne fährt. Das fand jetzt Patrick Engelmann, glaube ich, nicht so wahnsinnig toll, dass er da mehr oder minder überholen musste. Der hat auch Lichtgruppe gemacht. Allerdings von Platz 21, auf dem er sich noch befindet, würde sich, glaube ich, auf jeden Fall verbessern. Ich meine, er hatte bis im zweiten Sektor absolute Bestzeit, von daher ist das auch hier ein Top-3-Thema absolut möglich. Und deshalb ist es natürlich auch besonders ärgerlich, dass er da wirklich überholen muss, wenn es so war im letzten Sektor. Das ist natürlich dann wirklich hart, weil man sieht es ja auch selber, dass man auf so einer Superzeit ist. Ja, man sieht es hier. Die Kiefers sind back auf ihrem ihrem Auto. Ja, Kiefer. Ich glaube, die beiden haben. Ja, genau, das ist jetzt nicht unbedingt so. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben die beide irgendwie auf der Wade dieses Volvo-Zeichen tätowiert. Genau, das kann gut sein. Oder auf dem Augenlid von innen. Das kann auch sein, ja. Nachts beleuchtet. Ja. Also das Ding ist einfach für die gebaut, da sind sie glücklich mit und auch sehr erfolgreich waren sie ja immer wieder damit. Und man sieht es auch hier, das Ding läuft ja gut. Ich meine, Georg ist mal gerade ganz entspannt auf einer absoluten Bestzeit und fährt jetzt hier von breit in den letzten Sektor. Also auch die Linie sieht super aus. Wenn er auch hier jetzt wieder verlieren sollte, wie alle anderen und nur wie gerade Top 10 fährt, dann begreife ich es nicht. Andreas Meyer, all die Wahl auf die 15 vorgefahren. Schauen wir mal, wo ist Georg Kiefer jetzt hinspült. Auf die 4. Ja. Immerhin. Marcel Wernicke auf der 19. Mit einer persönlichen Bestzeit. Das Thema Gewichte und Wernicke erörtern wir hier mal nicht. Schauen wir mal, was er hinbekommen kann. Den sollte noch drin sein. Ich denke, Top 15 sollte er schaffen können. Ja gut, aber wir können es ja ruhig erörtern. Also Marcel Wernicke natürlich, wir haben es vorhin gesagt, natürlich wieder ja, voll beladen. Aber das ist nun mal... Er ist nicht der Einzige. Das muss man dazu sagen. Also Liebenstein, Fledderer, die Jungs. Da kommt es irgendwie aufs Gleiche raus. So, Wernicke von der 19 auf die 19. Ja, da geht heute war wirklich nichts, ne? Also von der 19 komme ich nicht auf die 8 mal eben so, ne? Nein. Crocker jetzt wieder im zweiten Sektor mit einer enormen, mit einem enormen Vorsprung. Ich habe jetzt, also so wie ich die Strecke kenne, zumindest als Add-on-Fassung, ist der zweite Messsektor eigentlich auf einer relativ neutralen Stelle. Aber es scheint mir fast so, dass man hier eventuell die in der Nähe eines Bremspunkts oder so platziert hat, weil die Jungs alle im zweiten Sektor absolute Bestzeiten fahren und es dann doch mit Ach und Krach nur in die Top Ten schaffen. Ist das denn wirklich so, dass der letzte Sektor so viel falsch gemacht werden kann? Also ich wundere mich ein bisschen. Crocker jetzt immerhin auf die 4. Was ich vorhin noch ganz kurz sagen wollte, also ich sag mal, man sollte natürlich das Duell der beiden wirklich sehr knapp beieinander liegenden auch mal ganz kurz hier vielleicht nicht aus dem Augenwinkel verlieren oder im Augenwinkel haben. Hannes Fledderer auch nur, wenn man das so sagen darf, auf 14. Also so weit vorne ist der Hannes dann auch nicht. Also hier werden Kilos anscheinend echt die Schmerzen, ja. Ja, Liebenstein hatte ich gerade auch im Blick. Liebenstein ist auf der 9. Also dafür, dass Liebenstein... Und wieder ist einer vom Server. Dieses Mal ist es Michael Fayer. Also das ist wirklich sehr, sehr oft. Und jetzt ist es auch schon eine unglückliche Zeit. Bei 9 Minuten restverbleibend ist es wirklich nicht mehr so toll. Ja, ist wirklich munteres Springen hier. So, Marcel ja gut, wer sich allerdings natürlich sehr, sehr gut platziert hat mit dem, ist Markus Liebenstein, ne, mit seinen Kilos. Der ist wirklich am besten mit auf P8 jetzt, durch den Abflug von Fayer, beziehungsweise den Server, das Server verlassen von Fayer, ist er jetzt auf die 8 vorgerutscht. Wir schauen uns ganz schnell an, ob Marcel sich verbessern kann, springen dann zu Thorsten als auch David, um uns da die absoluten Bestzeiten anzuschauen. Wernicke bleibt auf der 18, da tut sich im Moment nichts. So, Leistenschneider, auch im zweiten Sektor mit 2 Zehntel Vorsprung. Das sieht wirklich sehr gut aus.
Mal gucken, David Crocker müsste dahinter fahren. Da draußen fährt er dann auf der Wiese. Ich hoffe, dass das Leistenschneider nicht allzu sehr ablenkt. So toll jetzt. Die Kurve aber grenzwertig. Oh, da kommt er auf die Strecke zurück. Das sah vielleicht von hier aus spektakulärer aus, als es war, aber... Das hätte ihn dann gestört, glaube ich, ein Auto in der Tür. Mit Auto in der Tür fährt ich schlecht. Ja. Sah auch wieder gut aus, kann ich nicht anders sagen, aber es scheint so zu sein, dass Krauter als auch die Jungs davor wirklich fantastische Schlusskurven hingelegt haben und Leistenschneider auf die 5, in Anführungsstrichen nur. Und dahinter, wenn ich es richtig lesen kann, ist das Thomas Kiefer. Georg. Es ist Georg, okay. Jetzt kann ich es auch lesen. Der Himmel ist auch sehr grau, ja, oder? Verschiedene Ecken. Das sieht zumindest komisch aus. Georg Kiefer hat jetzt keine persönliche oder absolute Bestzeit mehr. Da ging aber René Beitz als auch Johannes Scheuerle. René Beitz befindet sich allerdings schon hinter dem zweiten Sektor, ist jetzt. Und dass René Beitz das Potenzial hat, hatten wir vorhin schon gesehen. Also da ist ein Pole heute wirklich drin oder zumindest so ein Top. Aber das gibt es doch nicht. Ich sehe da die immer keine Sprit Fehler. Ja, ich denke, die haben nur Sprit für eine schnelle Runde. Ja, aber dann merke ich das doch irgendwann mal und nehme mal ein Schlückchen mehr mit. Ja. Ja, das ist richtig. Kann man so machen, muss man auch nicht. Scheuerle auf die 1. Jetzt ist aber langsam gut, Leute. Bitte nicht mehr 210 Verbesserung. Michael Feier ist wieder da. Reicht's noch? Ja, das reicht auf jeden Fall noch. Also Michael Feier kann noch gut 2 schnelle Runden fahren, wenn er seine Nerven dann im Griff hat. Jetzt nichts gegen Michael Feier, aber das ist natürlich auch trotzdem so ein Nervenspiel, wenn man jetzt erst ins Quali wiederkommt. Denn dann müssen auch die beiden Runden passen. Da habe ich nicht noch zig Versuche. Aber ich denke, der Michael kriegt das hin. Severin wieder einen wilden Drift, also ich glaube auch hier, er hat jetzt Rückstand. Das hat zwar noch einen Vorsprung auf seine persönliche Zeit. Jetzt auch schwierig dann im Rennen, denn der Reifenverschleiß wird da ruhig nicht viel leichter oder viel weniger. So, Patrick Engelmann. Wenn er jetzt keine überholen muss, geht es, glaube ich, ein bisschen weiter noch nach vorne. Also auch Patrick Engelmann ist man nicht unbedingt so ganz vorne gewöhnt. Nee, ist ein sehr, sehr guter Fahrer, der ewig in Grid 2 gefahren ist und ewig Probleme hatte, ganz knapp im Aufstieg vorbeigerauscht ist. Entweder abgeschossen worden ist in Grid 2 oder Disconnect hatte, einen Fehler hatte, immer wieder Pech gehabt. Wir hatten ja öfter mal das Vergnügen, mit ihm zu sprechen, weil wir über ihn Informationen aus Grid 2 erhalten haben. Er wird froh sein, endlich mal in Grid 1. Wir hoffen wirklich, dass es für ihn auch mal so läuft, dass er gutes Ergebnis einfahren kann. Oh, die 1. Das ist gut. Das ist gut. Ja, richtig toll. Also es ist wirklich mal jemand anders da vorne ist, ohne jetzt, dass ich die anderen nicht sehen will da, aber Patrick Engelmann mal wirklich ein neuer Name auf der Pole Position. Das ist richtig klasse. Also Riesenrespekt und schönes Ding. Ja, aber wir haben ja gelernt, ungefähr 5 Minuten 40, dann wird die Pole vergeben. Also so 10 Sekunden vor Schluss war es ja immer das letzte Mal. Ja. Die letzten 3 Mal, glaube ich. So, Sven Schnabel hat auch noch Luft. Ist auf der persönlichen Bestzeit auch alles sehr sauber aus. Ich denke, so wie es von den Verbesserungen aus, also richtig viel an Plätzen ist nicht aber drin. Wenn ich mir auch die Zeiten angucke von Marius Schulz und Thomas Kiefer, da kann man nur sagen, gut, dass es hier keine 100%-Regelung gibt. Also vorne ist alles sehr knapp, wenn wir uns das anschauen. 51,2 auf Platz 1, dann Platz 8, 51,5 und Platz 16 ist ein 51,9. Also das ist alles sehr knapp. Nach hinten geht es dann ein bisschen auseinander. Thomas Kiefer hat den Server verlassen. Das ist doch und das 5 Minuten vor Schluss. Irgendwas stimmt doch hier heute in der Strecke nicht. Ich bin auch der Meinung, dass das mit dem Himmel nicht ganz hinkommt. Entweder ist es wirklich unglücklich mit den Kameras und das soll eine Bergkette darstellen, die ihr dann eventuell im Stream seht, wir hier auf unserem Briefmarkenfenster leider nicht. Weil, ich habe gesehen, auf der Gegengeraden haben wir wunderbar blauen Himmel, also irgendwas ist hier etwas komisch mit der Strecke. Hoffen wir mal, dass wir unter Rennbedingungen hier ganz normale Situationen haben und nicht auch da so viele Disconnects, weil das wäre wirklich... Ja, das wäre eine Wettbewerbsverzerrung, das will natürlich keiner. Das stimmt. So, Maximilian Severin, von der 12 auf die... 12. Andreas Mayer, Frank Fries. Andreas das ist auch sehr knapp. Ja. 51,8, 1,2, ein schöner Quersteher. Wollte gerade sagen, der Cruz... Der Cruz neigt ja auch oft...
bisschen dazu. Das sind die beiden neuen Fahrzeuge, die beide so ein bisschen das Problem haben mit dem Heck. Der Cruze wohl nicht ganz so wie der Scirocco. Allerdings hat er auch das Problem. Michael Fay auf einer absoluten Bestzeit. Genau, das wie gesagt, Thema Nerven. Ist allerdings genau. In Anführungsstrichen nur der erste Sektor. Wir bleiben all die beiden mal vorne gucken, dass er Crocker auf einer absoluten Bestzeit war. Das ist genau, gut. Wir gucken mal, ich denke, sein. Wir bleiben mal live auf Michael Fay und gucken uns das an und wollen einfach mal dann wirklich sehen, ob er da wirklich die Nerven hat, jetzt hier wirklich unter den, ich sag mal, Top 1, 2, 3 zu fahren. Hier schmeißt es jetzt erstmal komplett weg, und zwar ist ein Zehntel zurück, was jetzt noch nicht so viel heißt. Wir sehen hier Wernicke auch auf einer persönlichen Bestzeit, ein Zehntel allerdings. Gucken, wo Michael Fay landet, denn auch ein Zehntel Rückstand wäre, ja gut, das ist also für P7, P8 würde ich sagen. Ja, aber trotzdem wäre es ja in Ordnung für die Quali vor, ja ich sag mal, ja Voraussetzungen. Jetzt, dieses Auto stört ihn überhaupt nicht, sondern der könnte ihm für die kommende Runde sogar noch Windschatten geben, wenn er ihn denn dann... Oh, doch nicht. Also er hat ihn zwar nicht gestört, aber gibt ihm auch keinen Windschatten. Unabsichtlich gibt er ihn nicht. Er ist jetzt auf Platz 23 und verbessert sich auf jeden Fall deutlich auf die 12. Ich hätte vermutet 8. Hat nochmal 13 verloren. Könnte auch sein, dass es so ein bisschen die Sicherheitsrunde war, denn abfliegen durfte er hier nicht. Und jetzt gibt er wahrscheinlich nochmal alles und... Ja, jetzt lässt er nochmal fliegen. Und das ist jetzt höchstwahrscheinlich seine... Oder relativ sicher seine letzte Runde, die er fliegend fahren darf. Ja, Maximilian Severing, Mensch, der Speed ist gut, aber die Konstanz so noch nicht mal für eine Runde ausreichend leider heute. Marius Schulz fährt jetzt gerade in Sektor 2 3 Sekunden schneller als die letzte Runde. Marius Schulz vermutlich technische Probleme, denn man kann sich ja nicht mal eben um 3 Sekunden verbessern. Da, Thomas Kiefer hat es gerade noch geschafft. Hinten. Thomas Kiefer startet von hinten. Genau. Der ist Marius. Ja, auch vor allen Dingen mal ein anderes Auto. Schönes Auto. Auch schönes Design. Muss man wirklich sagen. Hat man in dieser Saison noch nicht gesehen. Genau. Kluge Motorsport. Von der 23 auf die 23, aber verbessert sich. Nee, jetzt ist es zumindest eine einigermaßen konkurrenzfähige Zeit, wenn man es so nennen darf. So, Scheuerle schlägt zurück, oder wie sieht's aus? Ja, es wäre natürlich wieder klar, also wobei es noch ein bisschen früh für einen normalen Weg zurück. Und er ist ganz klar, also wenn er das durchbringt, würdest du was aus dem Paket rauspacken können, was ich bis jetzt von dir bekomme. Ich hoffe, du hast es aufgeschrieben. Ja, ich habe einen Koffer gepackt, da drin ist ein Morgenmantel, eine Handtuch, eine Badewanne. Nein, ganz im Ernst, Johannes Scheuerle hatte immer Probleme im letzten Sektor, von daher traue ich ihm jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel zu. Er hat immer im letzten Sektor 3/4 verloren. Schauen wir mal, ob ich mich wieder vertue. Ich vertue mich wieder und er fährt eine 50-8-9-0. Nein! Ich freue mich für dich, Johannes. Ich freue mich. Ach, Mann. War doch klar. Naja, letztendlich hast du ja recht. Muss man ja ehrlich sagen, weil du hast schon in Training 2 gesagt, Scheuerle ist hier ein Kandidat für einen Doppelsieg. Und was ist die beste Voraussetzung für einen Doppelsieg? Eine Pole. Allerdings, ich meine, er ist erst 3/10 vor. Holt das noch jemand? Schafft das noch jemand? Ja, aber wenn wir doch was gelernt haben, dass wir das jetzt nicht beantworten können, ne? Nicht sollten. Wenn wir was gelernt haben, dann sollten wir jetzt keine Prognosen abgeben. Ja, denn das ist ja klar, dass das, wenn wir jetzt sagen nein, also normalerweise ist das klar, dass das keiner mehr schafft. Und ich sag das jetzt auch mal wieder, das schafft keiner mehr. Nee, da sehe ich auch so. Stefan Bierwirt, da läuft auch überhaupt nicht gut. P21 ist nicht seine normale Klasse. Mehr so geht's so, ja. Ja, Stefan ist eher so ein Kandidat, der auch mal so Top 15 locker fahren kann. Im Moment sieht das nicht ganz so aus. Schauen wir mal, vielleicht schafft er es noch in die Top 20 zumindest rein. Der Abstand zum Vordermann sind 2/10, die hatte er gerade als persönliche Verbesserung drin. Die Runde wird auf jeden Fall zu Ende fahren dürfen. Das ist schon mal was. Also ich würde mal sagen, es regnet gleich. Also es wird da auch grau. Ja, es könnten auch Berge sein, die uns hier nicht da... Thorsten Leistenschneider auf die 3 vorgefahren. Außerhalb der Kameras. Und Bier wird jetzt auf der 14. Ja, ich meine, Scheuerle, Engelmann... Scheuerle, okay. Engelmann, Leistenschneider auch so, naja. Crocker, Krauter. Ich meine, guck dir bitte mal die ersten an. Das ist der Wahnsinn. So. Und er hat übrigens... Es ist tatsächlich mal so geblieben. Ja. Durchaus beeindruckend. Also, wie sieht's aus? Auf der 1, Johannes Scheuerle mit einer super Runde an einem super letzten Teilabschnitt, den er vorher nicht zusammenbekommen hat.
auf der 1 mit einer 50-8 vor Patrick Engelmann auf P2. Dann Thorsten Leisenschneider auf der 3. David Crocker auf der 4. Benjamin Krauter, Escape Racing Team auf der 5. Name ist Programm. Auf der 6 Michael Schöttler. Auf der 7 Tom Leiteritz. Auf der 8 Georg Kiefer. Auf der 9 Gerd Haarkamp. Auf der 10 Markus Liebenstein. Dann geht's weiter. Auf der 11 René Beitz. Auf der 12 Michael Fayer. Auf der 13 Maximilian Severin. Auf der 14 Stefan Bierwirth. Auf der 15 nur auf der 15 Hannes Fletterer. Vor Frank Fries auf der 16, Andreas Meyer auf der 17, Roland Mittag auf der 18, Ronny Fiebig auf der 19 und der hiesige Tabellenführer Marcel Wernicke auf der 20. Vor Ronny Leupold auf der 21, Sven Schnabel auf der 22, Marius Schulz auf der 23, Stefan Lunke, der keine Runde mehr geschafft hat, auf der 24 und Thomas Kiefer, der sogar noch nach Luke den Server neu betreten hat und auch keine Runde fahren konnte, auf der 26 bzw. Real 25. Ja, der Stefan Lok hat es vorhin auch, er war ganz ja im freien Training mal irgendwie auf dem, hier im Chat bei uns, wo wir euch natürlich auch begrüßen dürfen, möchten. Er fühlt sich gerade schön, also herzlich willkommen da an alle. Na, auf jeden Fall war der Stefan Lok am Anfang der Übertragung kurz im Chat und sagte, er hat auch Probleme. Also er hat Internetprobleme oder Rechnerprobleme, Mini-Dumps wird es immer wieder genannt, das heißt, das Spiel hängt sich wirklich komplett auf. Aber normalerweise ist es ja mit einer Add-on-Strecke eigentlich nicht so, mit einer Realstrecke. Also das würde mich wundern und ich hoffe auch, dass es nicht so ist. Ja, die Strecke ist kälter geworden. Die Luft ist, die Lufttemperatur ist runtergegangen. Vielleicht wird es wirklich Regen geben. Ist es selten in der Algarve? Aber vielleicht. Ja, du hattest das vorhin schon prognostiziert aufgrund des der Wolkenwand, bei der wir nicht wissen, ob es wirklich eine Wolkenwand ist. Allerdings, jetzt ist es da. Ach, ich weiß es nicht. Traue mich nicht, irgendwas zu sagen. Traust ja, Benjamin Kraut. Also ein Kommentator, der nicht sagt, ist irgendwie, ich weiß nicht. Heute sage ich nichts mehr. Gut. Reicht. Ja, Krauter. Escape Racing Team. Weißt du, weil ich sage gerade Name ist Programm, wie sie auf den Namen gekommen sind? Ich weiß nicht. Heißt das sowas also, wie Flüchten? Flucht nach vorne? Flucht nach hinten? Flucht vor der Moderation? Ich weiß es nicht. Ich glaube, uninspiriert mal eben aus der Pistole geschossen. Ich weiß nicht, hat er überhaupt einen Teamkollegen? Also ich sehe ihn immer nur alleine unterwegs. Aber ich glaube, der Teamkollege hat den Aufstieg gar nicht geschafft. Oder ist, ich weiß es nicht genau. Escape Racing? Nee, sagt, weiß ich nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe auch mit dem Benny jetzt schon längere Zeit nicht gesprochen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön, dass er hier auch das Grid 1 bereichert. Ein Cruise gab nicht so viele. Da fällt mir natürlich, ja, wenn ich an Cruise denke, immer ad hoc unser lieber Gabriel Fürstner ein. Wo ist denn der Gabriel Fürstner eigentlich? Hört mir gerade mal so auf. So. Schauen wir mal, Gabriel Fürstner hat eine Provisional gezogen. Oh. Mit gut. Türk und Spindler zusammen. Man also merkt, zumindest gut vorbereitet, ja? Ja, zwei Wochen haben nicht gereicht. Alles auswendig gelernt. Genau, das stimmt, das stimmt. Ja, kommen wir mal zu den Tipps in dieser Woche. Ich würde ja gerne Luca, der im Chat ist. Luca, beste Grüße an dich. Wunderbare Zweikämpfe mit ihm geführt in einer anderen Liga in der WTCC. Ich hoffe, dass derselbe Luca ist. Das kann er ja vielleicht kurz bestätigen. Wenn ja, Luca, würde ich gerne, dass du, wenn ich wieder vorgreifen darf, für mich die Laufsiege der ersten und zweiten, des ersten und zweiten Laufs tippen. Du weißt, ich werde böse bestraft, wenn der Tipp daneben liegt. Also gib alles. Ja, wen nehme ich? Ich nehme den Chris Gemeinbauer, weil der Vorname schon allein so angenehm ist. Ich kenne den Chris Gemeinbauer zwar nicht, aber ich meine, er fährt in der gleichen Liga. Ja, genau. Die es nicht wissen, jetzt vor allen Dingen an Chris, wir tippen hier immer mit unseren Tipppaten sozusagen. Also ich möchte euch bitten, also genau dich Chris, im Chat, dass du einfach mal sagst, wer das erste und zweite, und wer den ersten und wer den zweiten Lauf gewinnen wird. Und ja, der Verlierer darf dann anmoderieren fürs nächste Mal, denn das hassen wir beiden sehr. Man sieht, man kriegt meistens so ein Stammelergebnis dabei rumkommen. Dieses Mal, ich meine, der Nils ist viel, viel besser, er macht es aber trotzdem nicht freiwillig. Ich weiß nicht, ob der Chris überhaupt da ist. Dann nehme ich den Sascha E. Wer auch immer Sascha E. ist. Könnte Sascha Engelhardt sein.
wenn wir hier outen dürfen. Er hat bestimmt nur geschrieben, damit es keiner verrät. Haha, hab ich hiermit getan. Gibt es überhaupt einen Sascha Engelhardt? Ich glaube aber ja. Ja. Also Sascha E. Punkt. Chris hat sich geäußert. Chris Gemeinbauer sagt, Scheuerle beide Läufe, aber er hat das Prinzip nicht verstanden. Chris, Scheuerle hat ja vorher der Luca schon gesagt. Von daher musst du Lauf 1 jemanden anderen tippen. Danke, Luca, by the way. Gut, dann wen nehmen wir denn für Lauf 1 dann? Chris, sag was. Also für Lauf 1 bin ich jemand anders als Scheuerle. Das sind immer so die 10 fennischen Regeln, die einfach aufgestellt werden. Das ändert sich jede Woche, ja, muss man dazu sagen. Entschuldigung, was? Ich war gerade weg. Komm, wir sagen, wenn ich mich mal einmischen darf, den Krauter. Wir nehmen den Krauter. Hab ich Krauter gesagt? Krauter ist ja nur Fünfter. Ich darf ja auch gar nichts sagen. Georg Kiefer. Oh Gott. Der Georg ist doch nur das Achter. Och, der Chris will mich wahrscheinlich lieber hören, ne? Also, das sind jetzt unsere Tipps. Danke, Chris. Nicht sozusagen. Normalerweise hat der Nils immer diese schlechten Tipps, aber wir nehmen Georg Kiefer fürs erste Rennen und Scheuerle fürs zweite Rennen. Wen hast du denn fürs zweite Rennen? Sehr, sehr guten Tipp wieder Schüttler. Von Luca. Also ich bin Luca, Engelmann für Lauf 2. Also ich bin Luca doppelt dankbar. Das sind zwei seine Tipps, die auch so aufgehen werden. Vielen Dank dafür. Ich komme in 2 Wochen, eine Viertelstunde später. Genau. Schreibst du mit, ne? Du bist ja der Schreiberling. Oder soll ich mal schreiben hier? Wie gesagt, wenn das dann so hinkommt, werde ich mir merken, und wenn es nicht so hinkommt, werde ich mir verbiegen, bis es passt. Also wie immer. Entschuldige, ich war schon wieder gerade weg. So, du hast Scheuerle, und wen hast du fürs zweite Rennen jetzt? Ach, Engelmann. Genau. Engelmann. Und ich habe fürs zweite Schöttler, naja, ja. Schöttler? Nee, Quatsch. Scheuerle, so hieß er, der junge Mann. Und fürs erste Kiefer. So, wir werden gerade auch im Chat darauf aufmerksam gemacht, dass nämlich ein Fahrer fehlt. Und wer ist es? Wir nehmen den Krauter. Nee. So. Das wundert mich. Jetzt wird auch jeder von euch den Gag verstanden haben, als ich gesagt habe, Escape Racing Team, Name ist Programm. Ja. Ich freue mich, wenn Benjamin Krauter zwischendurch temporär zumindest mal den Chat besucht. Aber da sind die Latenzen wirklich, sagen wir mal, großzügig. Gerd Hackamp versucht hier irgendwas. Er fährt jedes Mal neben die Strecke. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Aber wir bleiben mal drauf. Zumindest fürs Warm-Up durchaus interessant. Und wir sollten mal anregen, Chris, dass das Warm-Up in der nächsten Saison nur 5 Minuten dauert, weil diese 10 Minuten zu überbrücken ja doch nicht ganz so leicht sind. Ja. Alles, was du sagst. Für nächste Saison kannst du dir quasi alles aussuchen, wenn es um mich geht. Nach mir geht. Genau. So! Leistenschneller Crocker, ja. Es ist wirklich schwer. Mal dieses Mal unsere Tipp-Paten relativ schnell reagiert haben. Normal sind die ja dann einfach nicht da oder so. Ja, aber wir haben eine schöne Runde im Chat. Also ich kann wirklich mal darauf aufmerksam, kommt dazu. Es ist wirklich nett. Ja. Nicht befreundete Ligen, die auch WTCC fahren, sind hier, sondern auch die ein paar GT-Jungs sind da. Persönlich genannt sei Jens Feil, den wir ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, sein Teamkollege kommt noch mit dazu. Der ein oder andere Ösi folgt noch. Dann haben wir hier eine lustige Runde, würde ich sagen. Ja, brauchen wir nur ein paar Kekse und ein bisschen Bier. Bier und Kekse, naja. Und 2 Top-Rennen, würde ich sagen. Das ist wichtig. Ja, das haben wir sowieso. Wir sind hier in der VRTCC, für alle, die es noch nicht wissen. Und in der VRTCC gibt es eigentlich immer gute Rennen. Das kann man nicht anders sagen. Ja, was macht denn der Wernicke heute? Hier mit P20. Also P19. Ja, ich sag mal, eigentlich müsste es ja einfach nur sein Ziel sein, in der Nähe, und zwar ganz in der Nähe von Hannes Flinderhoff zu sein, denn auch Hannes ist ja nicht weit vorne, allerdings trotzdem 6 Plätze. Und das ist natürlich schon so viel, dass wenn sie jetzt so ins Ziel kommen würden, der Marcel jetzt zum ersten Mal die Saisonführung abgibt, die Saisonführung? Die Gesamtwertungsführung abgibt. Kann man so sagen. Ja. Ja, auch im Chat begrüßen möchte ich Daniel Türk, der anscheinend zu spät nach Hause gekommen, so der heute keine Lust hatte, zumindest eine Provisional gezogen hat und jetzt mit dabei ist. Zumindest im Chat. Ach so, das könnte ja Daniel T. sein, ne? Würde ich sagen. Ja. Er sagt, ohne mich passiert auch da vorne nichts, dann kann das nur der Daniel Schock sein.
Wie gesagt, Jungs, es ist egal, wie ihr euch anmeldet. Und wenn ihr euch F.D. anmeldet, wir werden euch erkennen und finden. Hör auf. Ich bin ja froh, dass es jetzt gerade kaum Gäste so und so sind, dass die Jungs echt ihren Namen da reinschreiben. Das freut mich ja schon. Also mach's nicht noch schwerer. Ja, also ein finales Guten Abend an den Chat. Und ich kann euch nur sagen, geht da rein. Die Jungs haben echt Ahnung. Da könnt ihr einiges von lernen. Die Jungs, die hier nicht so regelmäßig zuschauen und vielleicht Fragen haben. Da könnt ihr auch gerne Fragen an uns stellen. Wir versuchen sie dann zu beantworten, was so in unserem Kompetenzbereich liegt. Der eine sagt so, wo, der andere so. Ja, wie meinst du das? Kompetenzbereich? Also du meinst im Sinne von, was wir beeinflussen können? Nee, dass wir also Ahnung haben, Fragen eigentlich beantworten können. Also wir. Ach so, ja, können wir machen. Also, gut, es wird trocken. Ja. Alles im grünen Bereich. Habe ich ja immer gesagt. Ja. Ah, ein Narr, der glaubt, es würde regnen. Ganz so, die Jungs stehen genau an der Box, möglichst lange. So ist es immer. Ich habe mal irgendwann einen Stream gesehen, da wurde gesagt, damit die Reifen nicht abkühlen. Richtig. Sag mir doch mal, was das tun jetzt. Ja. Warum ist das, ich möchte es nicht zu krass sagen, Blödsinn? Weil, ganz, also ich weiß es nicht. Ich traue mich noch nicht mal zu sagen, dass das Blödsinn ist, aber ich glaube nicht, dass das simuliert wird. Also wenn sie das korrekt simulieren, klar kühlen die Reifen aus, aber die kühlen alle gleich aus. Richtig. Ich bin ja auch der Meinung, dass dieses Schlangenlinienfahren in der Aufwärmrunde, sagen wir mal, motivierenden Charakter haben mag, aber die Reifen wirklich nicht adäquat aufwärmen. Das Bremsen dagegen natürlich hilft. Das ist ganz klar. Ja, aber nur für die Bremsen. So. Nee, jetzt ganz kurz, geht. Ganz ja, kurz, ganz kurz. Du hast ja jetzt die Leute wirklich motiviert, ihren Namen nicht richtig zu schreiben. Jetzt hat da einer geschrieben, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Rate mal, ich bin Nils. Also ganz kurz noch. Und dann, lieber Chat, werden wir euch etwas ausblenden, zumindest aus der Live-Übertragung. Ich werde zwar immer mit einem Auge auf dem Stream sein. Ich bin nämlich El Chameleon. Kann also eins da gucken. Wenn also wirklich ernsthafte Fragen sind oder irgendwelche Infos, nur her damit. Wir werden allerdings jetzt hier nicht mehr live auf euch eingehen, denn wir gucken jetzt hier das Rennen. Erzähl da was zu. Genau. So, in der Aufwärmrunde kann man jetzt ganz nochmal durchgehen. Also, wie sieht's aus? In Grid 1, wir haben ein paar alte Hasen. Kann man ja zwischen Johannes Scheuerle auch schon zuzählen, muss man sagen. Die ganze Saison mehr oder minder mit dabei. Aber wir haben auch Jungs wie Patrick Engelmann, die ganz schwuppsdiwupp aus Grid 2 mal hochgekommen sind in Grid 1. Und hier locker flockig jetzt in der ersten Startreihe starten. Thorsten Leistenschneider, ganz alter Hase. David Krocker, alter Hase. Michael Pöttler, natürlich alter Hase. Leiter. Jetzt hast du zwar die Hasen aufgeführt, aber ja, was soll ich dir denn sagen? Nee, ich will eigentlich, habe ich gesucht, dass jetzt schon noch ein Neuling kommt, aber mir geht so langsam die Luft aus, weil es ist gar kein Neuling mehr da. Patrick Engelmann ist der einzige richtig frische Grid-1-Fahrer, sagen wir mal. Heißt für uns, was heißt es? Eigentlich gar nichts, außer dass er vielleicht besonders nervös sein wird. Oder auch nicht. Zwischen den alten Autos da vorne. Warten wir das Ganze mal ab. Auf Platz 12 dann der nächste Aufsteiger. Mit Maximilian Severin. Dann Andreas Meyer auf der 16. Ja. Da muss man sich auch dran gewöhnen, ne? Dass Hannes Fletterer so weit hinten ist, Wernicke so weit hinten. Wir hatten das in der letzten Saison dann doch auch hin und wieder mal. Auch mit André Böttcher, der wirklich sehr weit hingefahren ist, ob der Kilos. Aber richtig schön anzuschauen ist trotzdem nicht. Nee, das ist dann schon ein bisschen zu viel des Guten. Aber wie willst du es machen? Also ich sag mal, sowohl ein Hannes Fletterer als auch ein Wernicke fahren dann halt wahrscheinlich hier mit 30 Kilo Pol. Johannes Scheuerle hat es ja auch gemacht. Ja, das ist einfach so. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Wenn er erfolgreich ist, lädt er halt ein. Und das ist halt die Motivation für die anderen. Denn auch ein Patrick Engelmann, das ist jetzt ein Riesenerfolg für ihn. Und das ist auch nicht klein zu reden. Also ein zweiter Platz hier ist absolut super geil. Das ist einfach so. Aber die Frage ist, das muss man ganz ehrlich so sagen, ob die anderen ihre 20, 30, 40 bis zu 57 Kilo nicht hätten, dann wäre es schon schwierig, glaube ich, hier einen zweiten Platz einzufahren. So, es geht langsam in den aufregenden Teil. Nämlich, wir stehen kurz vorm Rennstart. Also letzte Kurve, jetzt hier letzte langgezogene Rechtskurve, bevor es im Double File auf die Startzielgerade geht.
Wir hatten als konstruktive Kritik zum letzten Lauf mitgeteilt bekommen, wir möchten weniger bitte die einzelne Kamera benutzen, beziehungsweise die Haubenkamera, und mehr auf das gesamte Feld schauen. Das werden wir hier versuchen zu tun. Wir hoffen, dass hier die Kameras etwas besser angeordnet sind als in Hockenheim, wo nämlich die Fahrzeuge viel zu nah waren und man überhaupt keinen Überblick hatte. So, wir sind schon komplett im Double-File. Das ist hinter Leistenschneider. Das ist eine relativ große Lücke. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, die Jungs kommen noch ein bisschen ran. Gerd Haarkamp und Georg Kiefer sind sich da auch noch nicht ganz einig. Vorne geht es aber jetzt gleich richtig zur Sache. Es darf beschleunigt werden hinter dem, beziehungsweise vor dem letzten Startplatz, beziehungsweise hinter dem letzten Startplatz von der Fahrweise aus und vor der Startziellinie. Da kann Johannes Scheuerle alleine entscheiden, wann er wirklich Gas gibt. Gucken wir uns das Ganze jetzt an aus der Sicht von Patrick Engelmann, der die Innenbahn zwar hat, aber, und jetzt geht es schon los, Johannes Scheuerle gibt Gas, kommt super weg, alles kein Problem. Dann hat Leistenschneider auch einen guten Start, greift ein bisschen schon außen nach Patrick Engelmann, wird aber an dieser Stelle, glaube ich, außen kaum vorbeigehen können. Nein, das sieht gut aus. In der ersten Kurve kann Engelmann die Position halten. Auch dahinter sieht eigentlich soweit alles gut aus. Alle kommen durch die ersten zwei Kurven durch. Das sieht Kocker. Alles wunderbar aus. Kocker hat den Platz verloren. Jetzt zwei. Oh, und da geht... Oh, das müsste Kiefer gewesen sein. Kiefer mit Haarkamp. Ist da ein bisschen aneinander geraten, aber Kiefer kommt durch. So, schauen wir mal vorne. Der Abstand. Johannes Scheuerle konnte sich schon ein paar Meter frei fahren. Dahinter hat Patrick Engelmann durchaus relativ viel Druck schon von Thorsten Leistenschneider, der wiederum ein paar Meter Vorsprung hat auf Michael Schöttler und Georg Kiefer. Schauen wir uns das Ganze mal hier an in den ersten schnellen Kurven, die hier angefahren werden. Sieht soweit alles gut aus. Gucken wir mal im hinteren Feld, wie sich da die Positionen entwickeln. Oh, da leichter Quersteher. Das müsste Haarkamp wieder gewesen sein. Mit Maximilian Severin, der seinerseits von David Krocker angegriffen wird. Sieht aber auch soweit alles in Ordnung aus. Dahinter Markus Liebenstein auf der 11, René Beitz auf der 12. Und da wird es ganz schön eng da vorne. Da raucht es ganz schön. Einige müssen weit gehen. Mittendrin dann sehen wir Hannes Fledderer. Als auch Marcel Wernicke. Fledderer hat eine Position gewonnen. Wernicke hat ein paar Positionen gewonnen und greift jetzt in Fledderer an. Und gleichzeitig Stefan Bierwirt. Das kann nicht wirklich gut gehen. Geht jetzt da auch weit. Muss ich hinterher Fledderer wieder einsortieren. Gucken wir uns das Ganze an hier aus der Kamera. Also das ist das, was wir gesagt haben. Marcel Wernicke muss wirklich knapp an Fledderer dranbleiben, um da möglichst wenig Punkte zu verlieren. Schauen wir mal nach ganz hin. Roland Mittag vor, Andreas Meyer, Thomas Kiefer auf der 19, Steffen Lunk auf der 20, Marius Schulz 21, Sven Schnabel 22, Ron Kiebig auf der 23 und Ronny Leupold auf der 24. Vorne ein schönes Manöver von Tom Leiteritz gegen Thorsten Leistenschneider. Kommt aber nicht vorbei, versucht sich aber jetzt in der Reihe zu bremsen. Das könnte auch klappen. Ist allerdings sehr weit innen und kann jetzt nicht die optimale Linie fahren. Aber versucht jetzt außen gegen Leistenschneider. Das kann nicht klappen. Das kann nicht klappen. Verliert jetzt wahrscheinlich noch eine Position gegen Michael Schattler. Und auch Georg Kiefer. Kann man dem Thorsten Leistenschneider einfach keinen Vorwurf machen. Er war nur einfach da. Da kann man jetzt wirklich nicht sagen. Das war einfach ein Rennunfall. Ja? Ja, zwei Leute, die aus unterschiedlichen Richtungen in eine Kurve reinfahren wollen. Das kann nicht wirklich gut gehen. Aber sehr, sehr schön enger Kampf da vorne. Mittendrin Georg Kiefer, Michael Schöttler, Michael Feier, der auch schon gut nach vorne gearbeitet hat, wenn ich mich nicht vertraue. Und jetzt ein wilder Querschnitt von Leiterer, aber kann ihn gut abfangen. Verliert eigentlich auch kaum was, also wirklich sehr knapp. Aber schönes Racing, muss man sagen. Engelmann fährt sich auch ein bisschen wieder an Scheuler ran, das müssen wir gleich uns nochmal anschauen. Aber hier ist der 4-5-Kampf, ist einfach zu spannend, um da wegzugehen. Weil das geht bis Haarkamp letztendlich, der hier hinter Michael Fayer richtig Druck macht. Scheuerle muss eine kleine Ecke drin gehabt haben, weil Patrick Engelmann eigentlich schon einen gewissen Abstand hatte und jetzt wieder relativ knapp dran ist. Man sieht diese riesen Lücke dahinter. Schon 3 Sekunden zwischen Engelmann und Leistenschneider. Ja, es war ja eine Menge Action und es war auch auf jeden Fall sehr, sehr eng alles und vor allen Dingen interessant immer zu sehen, wie Fahrer wirklich sehr stark bemüht sind, sich nicht zu berühren. Allerdings kommt es im Tourenwagensport einfach hin und wieder mal zu einer Berührung und ich denke, da war alles im absolut grünen Bereich, war alles absolut in Ordnung. Wir sehen jetzt hier, also anscheinend gehen die Hondas hier wirklich sehr, sehr gut von Gerd Haarkamp und natürlich besonders von Patrick Engelmann.
Patrick Engelmann kann den Abstand allerdings halten, so immer so 0,6, 0,7 Zehntel hinter Johannes Scheuerle. Johannes Scheuerle verliert dann immer auf der Stadt-Ziel gerade ein bisschen, das holt er allerdings im sogenannten Infield oder hier im kurvigen Bereich holt er das immer wieder raus. Und da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Hier Georg Kiefer will auf jeden Fall nach vorne. Sieht ja auch Mussian auch nach vorne, weil, ne, du weißt ja, mein Tipp. Allerdings hat er natürlich auch 20 Kilo im Auto. Also Tom Leiteritz, muss ich sagen, sieht jetzt ein bisschen so, als wäre er ein bisschen zu wild unterwegs gewesen in den ersten Runden. Hat also eher wilde Zweikämpfe und auch relativ wilde Linien, die er da gefahren ist. Hat also da auch bei Michael Schöttler das ein oder andere Mal ein bisschen, sagen wir mal, Lack ausgetauscht und zahlt jetzt ein bisschen die Rechten dafür. Hat also eine Sekunde verloren und hat relativ starken Druck von Georg Kiefer, der seinerseits den Fahrer im Rücken hat, der auch an Kiefer vorbeikommen will. Also eine wirklich spannende Gruppe hier. Ja, Michael Feier hat jetzt auch schon 5 Plätze gut gemacht. Michael Feier, wie gesagt, hatte ja das Pech, dass er kurz vor Ende der Quali vom Server geflogen ist und ganz kurz vor Ende wieder raufkam. Wirklich unter Druck 2, vielleicht maximal 2 gezweifelte Runden fahren konnte. Und dafür ist das jetzt ein sehr gutes Ergebnis. Jetzt hier auf einem sehr, sehr guten 7. Platz und die Tendenz zeigt ja eindeutig nach vorne. Michael hatte ja in der Saison öfter ein bisschen Pech, wir hatten es vorhin kurz angesprochen. Und aber ich denke, da geht es auf jeden Fall noch ein bisschen nach vorne, auch wenn der Georg natürlich einer der am unangenehmsten zu überholenden ist, denn der ist wirklich extrem, ja, extrem breit sozusagen. Der kann wirklich sein Auto immer sehr, sehr breit machen. Also, wie gesagt, Georg Kiefer, bei aller Fairness auf jeden Fall, und man geht jetzt hier weit und macht natürlich dadurch alle Türen auf. Das Schöne in dieser Kurve, ein bisschen weit kann man gehen, da ist nicht sofort, da ist es noch erst asphaltiert, allerdings hat ihn das natürlich trotzdem den Platz gekostet. Allerdings glaube ich, dass Michael Feier auf seiner Seite eh etwas schneller konnte. Würde ich auch sagen, Tom Leiteritz fährt auch echt relativ wilde Linien, ich muss das sagen, also fährt ziemlich unberuhigt. Und ich würde sagen, Michael Feier versucht es nicht wirklich hier, glaube ich, aber eine jetzt super kommt besser Linie raus. Ja, doch nicht. Leiteritz schmeißt ihn eventuell die vergiss die Kilos nicht. Also jetzt auch hier selbst Scirocco hat halt hier beim Rausbeschleunigen, dann geht es noch leicht berghoch, Kilos die ziehen, also beziehungsweise drücken, je nachdem, wie man sehen möchte. Tja, Georg Kiefer kommt auch nicht so richtig nach vorne. Also wer sich jetzt so ein bisschen absetzt, ist ganz vorne, Johannes Scheuerle. Das kann man sagen, also so Step by Step, aber auch sehr, sehr langsam. Patrick Engelmann hat hier wirklich einen sehr, sehr konkurrenzfähigen Speed, aber ganz kann er den Speed von Johannes Scheuerle nicht mitgehen. Wir sehen aber jetzt hier auch wirklich ja schon fast wilde Angriffe. Maximilian Severing, wir hatten es vorhin gesagt, auch 12 auf die 9. Ja, gut. Ja, war glaube ich noch weiterhin. Auf jeden Fall, der Maximilian Severing hat im grundsätzlich guten Speed, allerdings bisher, zumindest in der Quali, sehr unkonstant. Ja, David Crocker ist so ein bisschen der Verlierer des ersten Rennen, oder der ersten Rennhalbzeit. Ist jetzt auf Platz 10, ist gestartet auf der 4. Ist natürlich nicht ganz zufriedenstellend für ihn. Tja, Markus Liebenstein mit seinen Maximalgewichten, beziehungsweise maximal ist es nicht, 30 ist maximal, aber 29 Kilo. Macht sich aber ganz gut auf P11, muss ich sagen. Also Liebenstein kommt mit dem Gewicht wirklich ganz gut zurecht. Ist also noch ja gut, aber er ist natürlich trotzdem nicht der Schwerste, denn er ist ja, wie der Chevy ist ja nur halb so viel beladen wie der Scirocco und wie der BMW. Dahinter dann René Beitz und Hannes Flederer, der Druck auf René aufmacht und gleichzeitig Druck von Marcel hat. Also hier geht um nichts anderes als die Meisterschaftsführung. Und jetzt versucht es Hannes Flederer an einer Stelle, an der man es ja versuchen kann. Doch, die Linie ist möglich. Jetzt, wenn er hier die Bergaufkurve perfekt erwischt und richtig ans Heck von René rankommt, kann er sich in den Bergabstück reinbremsen. Ist aber sehr, sehr schwer, weil man muss wirklich schon neben einem sein. Wenn man einen Tick zu spät ist, beziehungsweise wirklich nicht ganz an dem Fahrzeug vorbei und sich dann innen reinstellt, stellt man den Vordermann automatisch quer und das will eigentlich keiner hier. Marcel kann mit 8 Krach dranbleiben. Ja, schauen wir mal, wie es sich im hinteren Bereich verhält. Also, tja, Thomas Kiefer, der hatte sich das, glaube ich, ganz anders vorgestellt. War wieder ein Kandidat für Prull oder zumindest die Top 5 und ist jetzt hier auf Platz 17. Hat Stefan Lobke, der sich das ebenfalls anders vorgestellt hat im Schlepptau. Das sehen wir gerade, dass Tom Leiteritz nur noch auf der 16 ist. Er muss also Quersteher drin gehabt haben. Ist natürlich nicht gut für ihn. Müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Dann auf der 19 Ronny Leupold, der relativ alleine fährt, kann man sagen. Dahinter dann Marius Schulz mit dem Alfa Romeo.
Ronny Fiebig, der ordentlich Druck macht auf Arius. Dahinter dann Andreas Meyer, Frank Fries, der gerade in diesem Moment angegriffen wird von Sven Schnabel, der auch oben mit einem leichten Kontakt, da musste Frank richtig in die Eisen gehen. War aber, würde ich sagen, im Bereich des Fairen, war also in Ordnung. Frank Fries hier vorbei. Dann Andreas Meyer auf der 23, Sven Schnabel auf der 24 und auf der 25. Vier. Ich würde sagen, der Marius, muss man auch sagen, hatte ja wirklich eine recht schlechte Quali-Pace. Von daher ist er, glaube ich, bis jetzt ganz zufrieden mit dem Rennverlauf. Also ist er ja ganz gut weggekommen vom letzten Platz. Das läuft eigentlich, glaube ich, ganz okay für ihn. Also ich meine, es ist hier der Marius Schulz. Ja, also hier haben wir die Dreierbande. Genau, die schenken sich nichts, aber auch hier geht's absolut fair. Und jetzt ist der Fehler hier von Maximilian Severin. Genau. Ich sag's jetzt einfach mal, Maximilian, sei mir nicht böse, aber der fast schon zu erwartende Fehler. Also das hatten wir im Quali, wie gesagt, gesehen, da waren immer mal so Haker drin. Aber man sieht hier, wie der Cherokee wirklich auf diesem Stück wegzieht, wo es bergab geht, wo die Kilos einfach nicht so wehtun. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Also diese Meter, die ihnen hier abgenommen wurden, dem Georg Kiefer, das ist schon aller Ehren wert. Aber gut, auch Georg hat 20 Kilo drin. So viel leichter ist er ja nur auch nicht in seinem Traumauto. Ja, Johannes konnte sich alleweil ganz gut von Patrick dann doch jetzt lösen. Er ist allerdings bestimmt sehr, sehr zufrieden mit seinem zweiten Platz. Also zweiter Platz in seinem ersten Rennen in Grid 1. Muss er absolut zufrieden mit sein. Also das ist super für ihn. Jetzt allerdings hat der Scheuerle wohl wieder eine Kante drin, weil er hat wieder knapp eine Sekunde Abstand abbauen können. Hat seinerseits richtig, richtig Vorsprung auf Thorsten Leistenschneider, der sich aber auch für Michael Schöttler ganz gut lösen konnte. Also wie du schon gesagt hast, ich nehme ja für Patrick Engelmann wäre ein Rennensieg ein Traum, aber ich denke, ähnlicher Traum ist es auch hier ein zweiter Platz. Und das sieht momentan sehr gut aus. Er kann sich sehr, sehr gut für Thorsten Leistenschneider halten. Die Distanz ist groß. Michael Schöttler kann auch dem Michael Leistenschneider nicht ganz folgen. Dann kommt auch wieder mit Respektabstand Michael Fayer, David Crocker auch, 2 Sekunden ist auch nicht. Also die erste Kampfgruppe ist tatsächlich hier, das was wir hier sehen. Und Georg Kiefer kann da momentan nicht ganz folgen. Die beiden Scirocos geben sich hier wirklich gegenseitig Windschatten. Und da hat der Georg sehr, sehr große Probleme, wird aber auch einen kleinen Fehler drin gehabt haben. Und jetzt sehen wir hier, Maximilian greift David Crocker an, David drückt ihn noch ein bisschen mehr nach innen. Beide gehen jetzt hier auf diese wirklich auch nicht ganz leicht anzubremsende Kurve. Lassen sich aber genug Raum, sehr schön, sehr, genau, sehr fair von beiden, absolut super. Da also kann sich hier noch vorne behalten. Genau, also weder hat Maximilian da richtig durchgedrückt, noch hat Crocker ihn da absterben lassen. Also das war wirklich eine schöne Geschichte, so wie wir es gerne sehen. Ja, jetzt wo noch 3 Runden zu fahren sind, Scheuerle würde ich sagen vorne, wenn er keinen Mist baut, nicht wirklich angreifbar. Das ist gut für meinen Tipp. Und da schauen wir mal, zwischen Liebenstein und René Beitz, da geht es auch noch richtig zur Sache. Da ist er richtig knapp. René Beitz natürlich mit deutlich weniger Gewicht unterwegs als Markus Liebenstein. Umso höher ist das zu bewerten, dass Liebenstein sich hier vor René halten kann, weil René Beitz mit Sicherheit absoluter Topfahrer auch in der letzten Saison ein Rennen gewonnen, und zwar das in Spa. Jetzt macht allerdings Markus Liebenstein den leichten Fehler, den es braucht, beziehungsweise den es braucht für René. Und René geht genau in diesem Moment, wo wir mit der Kamera drauf sind, an Liebenstein vorbei, der jetzt seinerseits den Hannes im Schlepptau hat. Da wird sich jetzt die Frage stellen, wird er sich gegen Hannes wehren? Sie sind zwar nicht wirklich im gleichen Team, aber zumindest im gleichen Mutterteam. Und Hannes, der jetzt in dem Moment sehen wir, dass Stefan Bierwirt an Marcel Wernicke vorbeigegangen ist. Hannes ist an Stefan Bierwirt vorbeigegangen. Ich hatte sie gerade auf 11 und 12 gesehen, weil wir Leiteritz vorne verloren hatten. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Aber zumindest ist jetzt auf jeden Fall ein Fahrer zwischen den beiden. Und jetzt sieht es schon so aus, als könnte Fledderer schon an Liebenstein vorbeigehen. Tja, Liebenstein 2 Kurven mal schlecht erwischt. Schon ist Hannes Fledderer durch. Ich denke, und dahinter geht Stefan Bierwirt weit. Das ist die Chance für Wernicke. Oder jetzt kommt Stefan Bierwirt zurück. Wernicke weicht schon aus, weil er mit einem irren Speed zurückkommt auf die Strecke. So, Fledderer jetzt auf der 10, Liebenstein auf der 11, Wernicke auf der 12. Auch dahinter ist es dann knapp zwischen den Teamkollegen, Roland Mittag und Stefan Bierwirt. Bierwirt hat jetzt wirklich den Rhythmus verloren, das ist echt das Problem. Wenn man einmal den Rhythmus, Bierwirt... Och Mensch, die beiden Teamkollegen, warum machen das? Ja, aber ich glaube, da macht der Roland Mittag, gibt es auch seinem eigenen Teamkollegen wirklich da auch nicht die Luft zum Atmen. Und das ist natürlich wirklich unglücklich. Also das ist, gerade bei Teamkollegen sollte man doch da zumindest sich einig sein. Und aber so passiert es leider. Das ist auch in der Formel 1 schon passiert.
Richtig, und da wird der nächste quergestellt. Das kann aber sein Auto abfangen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich denke, es war Gerd Hakan zusammen mit Ronny Leupold. Da geht es also auch da hinten wird gekämpft. Nicht nur ganz vorne, muss man sagen. Geht aber trotzdem mal nach vorne und gucken uns, obwohl das ist. Und Georg Kiefer ist jenseits der Strecke. Und ja, verliert weitere Plätze. Also für Georg geht es wirklich auch deutlich zurück. Ist jetzt nur noch auf Platz 12. Und das sieht wirklich nicht so wirklich toll aus. Wernicke muss jetzt den Liebenstein vorbei. Hat natürlich, Markus Liebenstein gibt natürlich ein bisschen mehr Gegenwehr als bei Hannes Fletterer in der Natur. Wobei der Sache. War absolut fair, war super. Absolut, also war ja, gut gemacht von ihm. Jetzt versucht Georg sich direkt wieder da an den Liebenstein reinzubrennen. Aber ich glaube nicht, dass Liebenstein die Tür so weit auflässt. Ja, jetzt ist Hannes Fletterer auf der 9, Wernicke auf der 10. Also das, was wir vor dem Lauf noch nicht gedacht hatten, dass möglich wäre, ist zumindest für Hannes jetzt durchaus eine Reichweite, muss man sagen. Ja, wobei man sagen muss, es ist jetzt die vorletzte Runde. Wir fahren hier 11 Runden. Wird halt schwierig. Top-Rennen fährt auch hier Maximilian Severin. Das muss man wirklich sagen. Also es sah in der Quali auch nicht so aus, als würde er 3-4 Runden am Stück auf der Strecke bleiben können. Fährt aber ja ein absolut Bombenrennen. Ist also ja, von. Muss ich auch du sagen, hast es, glaube ich, aufgeschrieben, von Platz 12 oder Platz 13 gestartet. Also er ist weiter weg, weiter hinten als 12, denn bis auf der 12 habe ich nur aufgeschrieben. Ja, ich glaube, er war 13., weil er nämlich dann letztendlich in der Aufstellung auf 12 war, weil der Krauter fehlt. Müsste er als 12. gestartet sein, wenn ich mich nicht vertue. Also Michael Feier auf 5 natürlich absolut super, aber auch Maximilian Severin auf Platz 6 wirklich mehr, als er erwarten kann. Ja. Oder als wir zumindest erwartet haben, ja. Aber der Speed, hatte man ja gesehen, war gut, aber er hat es jetzt hier auch wirklich zusammenbekommen, auf jeden Fall. Und da ist Platz 6 natürlich richtig klasse. So, René Beitz hat 18 Sekunden Rückstand auf Po und da geht der Maximilian Severin weiter. Die Chance kann David Kocker eventuell, ja, kann er, weil er einfach nicht mehr reinkommt. Außen wird die Strecke auch immer dreckiger. Das wird tatsächlich bei Race sogar simuliert, dass außerhalb der Ideallinie die Strecke schlechter wird, beziehungsweise auf der Ideallinie wird die Strecke besser. Live-Track nennt sich das Ganze. Aber Maximilian Severin will direkt hier wieder rein. Er sollte es jetzt nicht übertreiben. Auch ein siebter Platz ist super und er hat genug Luft eigentlich nach hinten. Aber was wollte ich sagen? René Beitz hat 18,8 Sekunden Rückstand und 19,6 Sekunden nur Hannes Fletterer auf René Beitz. Das können wir uns mal anschauen. Da ist er nämlich schon. Und Fletterer will, das ist, glaube ich, nicht allzu mutig zu behaupten, definitiv auf P8. Weil wenn er es schafft, hier auf P8 und dann den zweiten Lauf in der ersten Position zu starten, dann macht er mal richtig Punkte gut. Absolut, das ist in der Meisterschaft absolut Vorteil. Ja, und auch ein super Rennen von Hans Fletterer. Das kann man ja nun wirklich nicht anders sagen. Also jetzt hier, ob er jetzt den 8. oder 9. schafft, für ihn wäre es natürlich, ein Quantensprung auf dem Weg zur Meisterschaft, wenn er jetzt hier diesen Platz noch einfährt. Es wird nicht leicht, denn auch René Beitz ist kein schlechter Doch, da hat er es geschafft. Irgendeiner war an der Box, und zwar Maximilian Severin, aufgegeben. Ja. Ja, damit ist Hannes Fletterer. Genau. Also jetzt, das ist für mich also wirklich ein Quantensprung auf dem Weg zur Meisterschaft, wenn das denn wirklich so bleibt, wenn Hannes auf der 8 bleibt und dadurch ein recht gutes Ergebnis einfahren wird. Und Wernicke dann nur sozusagen auf der 9, das heißt, er startet auch im zweiten Rennen von der 9. Das sieht natürlich dann wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus für Hannes Fletterer auf dem Weg zur Meisterschaft. Wir wollen jetzt hier nicht zu früh alles loben, aber zumindest nimmt er sich da, also zumindest ist er da jetzt der absolute Top-Favorit und übernimmt auf jeden Fall die Führung, wenn es denn auch so bleibt. Muss man ganz klar sagen. Und wir gönnen die letzte Runde, zumindest die letzte halbe Runde, auch Johannes Scheuerle, der immer das Problem hat, dass eines Führenden hat, nämlich dass man nicht im Bild ist, wenn man souverän vorne wegfährt. Deshalb schauen wir uns jetzt noch die letzte halbe Runde mit Johannes Scheuerle an, bleiben aber ganz klar im Zeitmonitor auf den anderen Fahrern, um zu schauen, was sich da gegebenenfalls noch tut. Das sieht aber alles soweit sehr stabil aus. Auch Hannes Fletterer wird er jetzt nicht mehr angreifen. Ja, wir wollen es nicht allzu sehr vorwegnehmen, aber Johannes, wirklich tolles Rennen. Chris hatte ja vor den noch im Training gemutmaßt, dass Johannes hier für den Doppelsieg gut wäre. Ob das im zweiten Lauf klappen kann, wissen wir nicht. Allerdings im ersten Lauf klappte es. Herzlichen Glückwunsch. Ah, ich greife noch nicht vorweg. Es ist noch eine Kurve, es kann noch was passieren. Jetzt passiert nichts mehr. Herzlichen Glückwunsch, Johannes Scheuerle. Wieder da in Grid 1, direkt mit einem Laufsieg. Absolut souverän. Ja, auch von mir natürlich herzlichen Glückwunsch. Ja, aber auch genauso ein großer Glückwunsch auf jeden Fall an Patrick Engelmann und Thorsten Leistenschneider. Die drei Ersten sind ja auch so wirklich gestartet. Ja, dann kommt die HP-Fraktion.
mit Michael Schöttler und Michael Feier. Auch super Rennen von beiden, muss man wirklich sagen. David Cocker, auch unauffällig, aber effizient und gut. René Balz wird Siebter. Hannes Flederer holt den 8. Platz, wer hätte das geglaubt? Unglaublich, absolut super. Marcel Wernicke, Blech für ihn auf der 9. Georg Kiefer, nach einem Fahrfehler vermuten wir haben es nicht gesehen, auf der 10. Auf der 11. Gerd Hakamp, auch ein solides Ergebnis. Auf der 12. Ronny Leupold vor Markus Liebenstein auf der 13. Thomas Kiefer vom letzten Platz auf der 14 vorgefahren. Stefan Loke vom vorletzten Platz hinter Thomas Kiefer auf der 15. Auf der 16. Ronny Fiebig, auf der 17. Roland Mittag, auf der 18. leider auf der 18. und Tom Leiteritz, der so gut dabei war, auf der 19. Sven Schnabel, auf der 20. Andreas Meyer, auf der 21. Frank Fries, auf der 22. Marius Schulz, auf der 23. ganz schön ärgerlich, wahrscheinlich mit einer Stop-and-Go, wir wissen es nicht genau, Maximilian Severin, auf der 24. Stefan Bierwirth. Stop and Go auf der Strecke. Ich meine, im Chat wurde es auch schon behauptet. Meine Aussage natürlich also falsch. Es gibt, dann keine es gibt eine Cut-Stelle. Es gibt eine Cut-Stelle und zwar schnelle Rechtskurve, wenn du Startziel runterfährst, du hast es kurz erwähnt, glaube ich, im Stream, und du zu weit dich raustragen lässt, dann kriegst du dort einen Cut. Und diese Stelle ist schon kritisch und so, sagen wir mal, proaktiv, wie Maximilian Severin generell gefahren ist und so mutig, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er da vielleicht mal die Kurve mitgenommen hat. So, wieder trocken. Und jetzt kenne ich einen, der wirklich nervös ist. Der heißt mit Vornamen Hannes und mit Nachnamen Flederer. Weil der kann jetzt ganz Großes hier heute leisten. Ja, wobei der Hannes wirkt ja immer so ruhig im Interview oder wenn man sich mit ihm unterhält, aber er berichtet ja dann immer genau andersrum, dass er wirklich super nervös ist. Naja, wenn einer nervös sein kann, dann jetzt hier denn doch. Also ich sag mal, zwei Rennen später wäre es natürlich noch schlimmer wahrscheinlich. Aber er kann hier wirklich einen Grundstein für sehr Großes in dieser Saison hier und jetzt legen. Das ist auf jeden Fall klar. David Cocker und René Beidt hinter ihm werden ihm natürlich jetzt nicht unbedingt den Gefallen tun und ihn ganz in Ruhe lassen, aber Michael Feier und Michael Schöttler, da sieht das schon ganz anders aus. Die werden ihn wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich nicht attackieren, das sage ich jetzt einfach mal so. Du hast einen Leistungsstand, der Patrick Engelmann und Johannes Scheuerle, die Jungs, ja, gerade für Letztgenannten, Johannes Scheuerle, für den heißt es natürlich hier auch nach vorne, aber auch wenn der Hannes hier einen dritten, vierten Platz einfährt, denn ich glaube, ob er jetzt wirklich als Erster ins Ziel kommt, mache ich mal ein Fragezeichen hinter, das wird sehr schwierig. Aber trotzdem wird er hier ein sehr, sehr gutes Ergebnis einfahren können. So, da sind die Jungs auf der Startposition. Wir gucken uns mal den Start aus der Position von David Crocker an. Schalten dann aber sofort, sobald die Fahrzeuge in Bewegung sind und die ersten Meter gefahren sind, auch in die Übersichtskamera, sodass wir da nichts verpassen. Aber man muss einfach sagen, die Dachkamera ist wirklich die beste, um die allerersten Meter inklusive der Ampel beobachten zu können. Und Tom Leiteritz hat das Spiel verlassen. Und da geht's auch schon los, geht's überraschend schnell los. Alle drei sind sehr gut weggekommen, allerdings hier besonders gut Thorsten Leistungsschneider, der mittendurch will mit seinem heckgetriebenen Wagen. Und auch Wernicke sehe ich da schon recht weit vorne. Ja, Leistungsschneider jetzt hier schon auf der, und da knallt es, und Wernicke kommt durch, Leistungsschneider leider nicht. Das Pech geht weiter von Thorsten Leistungsschneider und dreht sich dann nochmal. Ich glaube, er ist dann, wurde ihn nochmal in ihn reingefahren. Das ist natürlich übel. Michael Schöttler muss hier auch etwas weit gehen. Wir müssen es, glaube ich, gleich nachher erst, oder, und da fehlt schon eine Front. Sehe ich das richtig? Thomas Kiefer fehlt die Front? Ich würde sagen, ja. Thomas, das sah doch so aus. Ja. Schau dir mal an, wer auf der 2 ist. Und da knallt schon wieder rund um Georg Kiefer. Ja, Wernicke, Bombe. Absoluten Bombe. Und natürlich, das muss man auch sagen, vom Glück belohnt, wenn man es so sagen darf, wenn man überhaupt wofür belohnt, aber er hat wirklich Glück gehabt bei diesem riesen Unfall. Und jetzt haben wir dann wieder die beiden Protagonisten auf Platz 1 und 2. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also jetzt hier wieder direkt hintereinander.
Sehr, sehr guter Start. Ja, Thomas Kiefer, für den ist das Rennen definitiv gelaufen. Da heißt es Schadensbegrenzung. Da wird er keinen einstelligen Platz halten können. Und hier auch, und auch Gerd Haarkamp fährt. Und da geht und einer ganz weit. Ich glaube, das war der Frank Fries. Ja, Frank, das war Fries. Frank Fries. Fällt auch zurück. Also jetzt hier geht es dann doch ein bisschen härter zur Sache. Wir haben es vorhin noch so gelobt und Gerd fährt ihm noch mal hinten aufs Auto. Ja. Das ist jetzt für die Liebhaber der Crash-Sessions. Das ist ganz klar. Also, mein Gott. Ja. Marius Schulz ist irgendwie auf die 13 gekommen, wie auch immer. Von der 22 auf die 13 oder von 21. Also, ja gut, durch die ganzen Unfälle. Also hier hat einer wieder Riesenpech gehabt und das ist auf jeden Fall Thorsten Leistenschneider. Und David Crocker muss in die Box. Vielleicht hat er auch keinen Stop and Go. Doch, hat er. Bekommen, ja. Also eine Front hat er. Thorsten Leistenschneider ist wirklich letzter. David Crocker ist auf jeden Fall in der Box. René war jetzt auch ganz weit hinten, war mittendrin und ist, glaube ich, dann nochmal abgeschossen worden. Leistenschneider, Crocker, Mittag, mein Gott, die Jungs hat's alle erwischt. Aber vermutlich wirklich hier nochmal reingefahren ist Thomas Kiefer. Denn, wie gesagt, sonst hätte er da die Front nicht verloren. Denn so ein WTCC, da pflegt die Front nicht mal so eben ab. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, und Johannes Scheuerle hier schon auf einem super dritten Platz. Das ist natürlich auch aller Ehren wert. Da kann man die Runden zählen, wenn er da wirklich an Wernicke vorbeigeht. Denn das wird der sich nicht lange angucken, den Wernicke oder die beiden Schwergewichte vor sich zu haben. Das sollte Johannes Scheuerle, gerade mit seinem Speed, den er heute am Tag legt, wirklich problemlos schaffen, daran vorbeizugehen. Ja, eine wirkliche eine Situation, wie man sie nur wirklich in Horrorträumen vorstellt, dass vor einem alle Autos querstehen. Leistenschneider hat das Spiel verlassen, hat entweder keine Lust mehr oder aber ein Internetproblem, zumindest für ihn wirklich extrem unglücklich. Also ich behaupte auch hier einfach ganz frech das zweite davon. Also mehr Pech kann man ja eigentlich auch wirklich nicht haben. Also er kann einem wirklich leid tun. Also, naja, aber das ist einfach das Startgetümmel, da kann man auch keinem böse Absicht unterstellen. Denke ich zumindest. Und da muss man einfach, ja, so hart es klingt, durch. Wobei mein Geheimtipp für Lauf 2, Patrick Engelmann noch auf der 5, hat Georg Kiefer vor sich. Sieht aber nicht so aus, als wäre er deutlich schneller als Georg Kiefer. Ich wüsste auch nicht genau, warum Georg Kiefer nun seinerseits auch super unterwegs ist eigentlich. Allerdings P5, ja, auf die 1 würde er es wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen, aber weiter vorne sieht jetzt so aus, als hätte jetzt Johannes Scheuer langsam schon genug gesehen von Marcel Zeck und geht jetzt mal ganz locker flockig bergauf, Stück vorbei, beziehungsweise bremst sich jetzt innen rein. Der BMW kann zwar bremsen, beides kann als sehr faire Fahrer und geht wunderbar an Marcel vorbei. Schönes Manöver und ist jetzt auf der 2 und jagt auf Hannes. Er wehrt sich ja auch nicht so besonders, denn was soll er sich da wehren? Er kann eh nicht mithalten, das ist klar. Wenn er jetzt einigermaßen dran bleibt, kann er vielleicht ein bisschen profitieren und sich ziehen lassen zu Hannes. Denn Hannes hat ja ähnliches Gewicht. Allerdings ist trotzdem Hannes auch hier einfach heute etwas schnellere. Wernicke kann einfach dem Fledderer hier heute nichts dagegen setzen. Wobei er natürlich trotzdem, ich meine, wir müssen sagen, die schwersten Leute im Feld sind hier wirklich auf 1 und 3. Und das ist schon absolut Wahnsinn. Das kann man nicht anders sagen. Fledderer vorhin mit dem Glück im ersten Lauf, dass noch der jemand ausgeschieden ist, beziehungsweise die Top 8 verlassen musste, um Wernicke natürlich mit dem Glück hier im Startgetümmel ja unverschont geblieben zu sein. Ich bin mal ganz, ganz zufällig auf Maximilian Severin geblieben mit der Kamera, weil ich nochmal festhalten möchte, Maximilian Severin, vorhin P23 mit Aufprall und da vorne raucht, hat aber nichts zu sagen, wieder auf der 7. Absolut der Wahnsinn. Ja. Hoffen wir mal, dass er diesmal nach Hause fahren kann, vielleicht ohne Stop und Abflug, was auch immer. So, dahinter wird es knapp zwischen Loke und Kiefer. Bei Kiefer muss ich behaupten, dass irgendwas anderes abgefallen ist, außer die Frontsplitter, weil ohne Frontsplitter, behaupte ich, kann er da nicht so locker mitfahren und jetzt auch den... Doch, das ist ganz sicher kein Frontsplitter. Aber gut, er hat ja natürlich auch schon 3 Plätze verloren, bitte nicht vergessen. Und wie gesagt, hier überholen ist schwierig und er wehrt sich natürlich auch mit Händen und Füßen und hinter ihm ist ja schon so eine kleine Kolonne. Also er hat jetzt in einer Runde schon 3 Plätze oder in anderthalb. Okay. Also das ist ja auch schon was. Also da ist die Front definitiv ab. Auch die Zeiten von Thomas sind nicht wirklich alle erhöht. Ja, du hast recht, er geht auch weit. Er geht auch weit. Er fährt 3 Sekunden langsamer als die Spitze. Und du siehst, die fahren auch wirklich problemlos an ihm vorbei. Wobei der Topspeed geht ja noch, aber die schnelle Kurve auf das Ziel. Und du siehst, aber jetzt sagt die Tür zu. Also aber Thomas, fair, also er lässt ihm wirklich die
die Seite, sagt der eine oder andere natürlich, Mensch, mit so einem Auto muss das nicht sein, aber warum richtig, nicht? Das ist immer noch. Das auch da weit. Aber es ist ja. aber auch Racing und er hat ja ein Auto und er fährt Rennen trotzdem noch. Und wenn die so also schnell da vorbei sind, dann können sie auch vorbei. Ich sehe es auch so, dass er jetzt hier wirklich nicht den Blinker anmachen muss und alle vorbei winken muss. Denn Thomas hat hier auch nicht zu verlieren und will natürlich trotz allem noch ein ansatzweise akzeptables Ergebnis einfahren. Engelmann ist an Schöttler vorbei, ist jetzt auf der 4 und macht Jagd auf Marcel Wernicke. Ja. Und Severin ist auf der 6, sprich, der ist an Harkamp vorbei. Also was mich etwas wundert, dass der Johannes Fledderer, der Hannes Fledderer, sich so gut vor Johannes Scheuerle denn doch noch halten kann. Also so richtig viel näher kommt er nicht. Ja, wobei doch, ich gucke gerade, die letzte Runde war ja. Johannes dann doch 4 Zehntel schneller. Also es wird, er wird ihn dann auch bald haben. Maximilian Severin greift jetzt auch Michael Schöttler an, auf die ihm typische Art, mit alternativen Linien, sagen wir mal. Aber ich glaube, der Maximilian fährt hier einfach 173%, ja? Also 110 geht ja noch. Wobei das jetzt nicht unfair, also ich sag mal, der einzig Leidtragende ist er ja selber. Ja, zumindest mittelfristig. Also kurzfristig mag er ein, zwei Plätze gewinnen, aber über die ganze Rennen gesehen wird es wirklich knapp. Ich bin aber trotzdem verwirrt, weil ich irgendjemand fehlt mir da vorne. Vielleicht kann der Chat helfen. Also Fledderer ist klar, Scheuerle auf 2 ist auch klar, Wernicke auf 3 auch. Ist Engelmann an Schöttler vorbei, das war auch okay. Aber meines Erachtens fehlt da einer, weil Severin auf der 6, das verstehe ich nicht ganz. Der jetzt wirklich nach unten fährt ihm aufs Heck. Da müsste man vielleicht dem Maximilian mal erklären, dass Ausscheren auch eine Option ist. Ja, zumal wenn sich doch einer freut, dann der Michael Schöttler. Ja. Denn den Schwung kann er gut gebrauchen. Also das ist, ja, kontraproduktiv kann man es doch wohl eher nennen. Ja. Außer er wollte sagen, hier für dich nochmal 5 km/h extra. Genau, ich will ja gar nicht vorbei. So, schauen wir mal in der zweiten Tableau. Leupold auf einer guten 9. Position, muss man auch sagen, Ronny. So, auch wenn deine Freundin vielleicht heute mal nicht zuschaut, aber. Also die 9. Position, ist sehr gut. Das ist also die gute 9. Position. Naja, für ihn schon. Wir erinnern uns, dass Ronny im letzten Lauf in Hockenheim zweimal 12. oder 14. nur geworden ist. Also Ronny hat sich durchaus auch nach vorne gearbeitet. Also ist er immer relativ. Er hat immer einen großen Namen hinter sich, wie Bierwirt, Kiefer, René Beitz, muss man ja schon sagen. Das stimmt. David Kock auf der 21, Liebenstein auf der 22. Das ist natürlich wirklich schade. Also Kiefer auf sagen. Der 20, das ist natürlich auch Faye auf der 18. Also das müssen wir uns gleich mit Analyse nochmal angucken. Das war ja eine ganz üble Situation, wie auch immer die ausgelöst wurde. Jetzt fährt Schöttler da eine etwas wilde Linie, aber Maximilian Severin kann nicht davon profitieren. Im Gegenteil, es sieht aus, als könnte Gerd Harkamp da ein bisschen auf Severin aufschließen. Aber schauen wir mal nach vorne. Ja, das sehe ich auch gerade. 4 Zehntel und das dürfte sich jetzt fast schon erledigt haben auf der Stadt Zielgeraden, vermute ich jetzt mal. Er kommt sehr, sehr gut, oder beide kommen sehr gut raus. Jetzt greift der Windschatten perfekt. Jetzt Wind bergauf. Wird Hannes denken, er steht im Verhältnis zu Johannes. Geht jetzt aber auf die Kampflinie, was mich ein bisschen wundert. Ich dachte, er geht das Risiko gar nicht erst ein, mit Johannes zu kämpfen. Gute aber, und Johannes geht auch etwas weit, könnte vielleicht hier, das meintest du ja vorhin, ein eventueller Cut gewesen sein. War aber noch auf den Curbs, von daher war das noch sauber. Man muss also wirklich mit allen 4 Reifen die Curbs verlassen, dann wird es kritisch. Das sah eigentlich soweit ganz gut aus, aber Scheuerle. Ich denke mal, jetzt kommt die zweite, ansatzweise realistische Möglichkeit, aber ansonsten hat man ja hier wirklich keine. Ja gut. Johannes hat kaum was zu verlieren, allerdings ist er natürlich extrem fair, das wissen wir. Aber man sieht auch, Hannes bremst hier sehr, sehr spät. Kommt ja dadurch nicht so gut aus der Kurve und diese Berührung war einfach auch nicht schlimm und das passiert einfach. Und ja, also Johannes ist deutlich schneller, oder zumindest ist er schneller. Das Problem, was Hannes jetzt hat natürlich vorne, wenn er ihn jetzt langsam vorbei ist und weiter kämpft, freut sich Wernicke und das kann nicht im Sinne von Hannes sein. Denn wenn die beiden kämpfen, können sie beide nicht so schnell fahren. Und genau das tun sie. Und wie gesagt, ich guck mal mit einem Auge auf den Abstand zu Marcel Wernicke. Wilder Quersteher von Scheuerle. Das war eine ganz irre Linie, die er da gefahren ist. Er ist mit Quersteher im Auto innen rein und hat dann Fledderer die Tür zugeschmissen. Das fand Hannes jetzt auch nicht so wahnsinnig lustig. Allerdings muss man sagen, aus der Sicht des Kommentators einigermaßen fair, etwas
sagen wir mal, rough, aber durchaus in Ordnung. Und ja, Scheuerle ist vorbei. Und ich finde auch, dass beide da ein bisschen gedriftet haben. Und ja, das sieht nach einem Doppelsieg dann doch tatsächlich aus. Ja, Wernicke seines Zeichens kommt hier so ein bisschen darauf von Patrick Engelmann, der die Lücke jetzt wirklich zufahren konnte. War gerade schon etwas dichter daneben. War schon fast in der Angriffsposition. Ja, und jetzt muss Hannes jetzt einfach sehen, dass er wirklich möglichst lange an Johannes dranbleibt. Mensch, euren Namen, jetzt, das macht mich wahnsinnig. Jetzt schaust du dir an. Gewicht versus kein Gewicht. Berghoch. Und dann auch noch Windschatten. Und Windschatten. Das ist ja absurd. Er geht zu früh raus. Das müssen wir Patrick Engelmann auch nochmal erklären. Windschatten funktioniert am allerbesten auf den letzten 3 Metern. Da hat er wirklich was verschenkt. Nicht, dass er hätte vorbeigehen können. Vielleicht wollte er auch vorne nur... Da war auch, glaube ich, Hannes noch mal ein bisschen weit, glaube ich, sah ein bisschen so aus. Und wieder bergauf. Und hier ist wieder eine Gewichtsstelle. Und jetzt Patrick Engelmann, glaube ich, wird es ihn versuchen. Das glaube ich nicht. Ich halte nicht dagegen. Innen wird es auf keinen Fall versuchen, weil Marcel sagt, innen, du nicht. Aber es gehen außen nebeneinander. Er geht außen rein, aber muss eine weite Linie gehen. Und Marcel geht aber dafür quer. Und jetzt kommt er am Innenteil. Müsste er eigentlich vorbei. Allerdings ja, ist vorbei. Jetzt kommt allerdings eine Rechtskurve. Jetzt ist Marcel wieder innen und geht auch innen wieder rein. Aber auch hier geben sich wirklich beide so ein bisschen die Luft. Genau, tolles Fighting. Wirklich. Ja. Also hier in der Spitze. Mehr kann man sich nicht wünschen. Das so macht das Kommentieren richtig Spaß. Das Zuschauen auch. Da sind wir auch ganz absolut ehrlich. Da haben wir immer so ein bisschen die Angst, dass gerade in Anführungsstrichen neuere Fahrer da vielleicht nicht ganz so mit können. Und das kann man hier sagen, absolut unbegründet. Patrick Engelmann zeigt, der gehört hier rein, der kann in der Spitze mitfahren und kann hier fair auch die Besten überholen. Auch wenn es hier einen gewissen Unterschied gibt, das ist aber zweitrangig. Also wirklich, Patrick Engelmann, allen großen Respekt, wirklich sehr, sehr gut und sehr fair. Und jetzt wird Marcel sehen, Windschatten ist egal, wenn ich 57 Kilo an Bord habe. Also jetzt glaube ich, genau, bleiben wir mal auf der Einstellung drauf und gucken uns das mal an, wie es jetzt andersrum ist. Wie Windschatten auch mal gar nicht wirken kann, im Verhältnis gar nicht. Wernicke scheint es nicht akzeptieren zu wollen, dass Engelmann vor ihm ist. Hat ihn jetzt innerhalb 3 Kurven 3-mal angesprochen. Wernicke geht hier schon untersteuernd weit, weil er unbedingt dranbleiben wollte. Wir haben also vorhin gesagt, in der Streckenvorstellung, die Kurve geht ganz easy voll. Geht sie nicht, wenn man im Heck eines ist und dann dadurch ein bisschen Abtrieb auf der Vorderachse verliert. Marcel kann hier mit Ach und Krach dranbleiben im Windschatten. Mehr aber auch gar nicht. Und hier in der Kurve kann er wirklich gar nichts reißen. Muss jetzt aufpassen, dass er ihn nicht an der Stelle berührt. Wird jetzt hier in reinziehen, um sich hier in reinzubrennen. Das ist eine BMW-Stelle, aber Engelmann macht das gut. Oh, Wernicke drückt sich da vorbei, sagen wir mal. Ist aber jetzt ist Engelmann wieder in der besseren Position, weil er auf der Innenlinie ist. Und schau mal, dahinter Maximilian Severin kommt. Der guckt sich das Ganze an und sagt, ihr beiden seid ja lustig, ich komme mal vorbei. Genau, und wer sich natürlich auch besonders freut, ist auf jeden Fall Hannes Fledderer, weil der ist jetzt mehr oder minder durch mit der Sache. Also, ja, wobei, Runde 8 durch. Ja doch, das kann man sagen. Also die beiden holen ihn nicht mehr ein, oder die drei hier. Ja, Maximilian Severin, super Speed auf jeden Fall. Wie gesagt, fährt vielleicht ein bisschen too much. Also hat, das ist aber sehr, sehr oft im WTC-Bereich, dass man Angst hat, zu viel zu verpassen, wenn man eine Runde mal ein bisschen Dampf rausnimmt, weil das sind ja nur wirklich extreme Sprinträngen. Aber das ist wirklich aller Ehren. Wir hatten wirklich hier auf Platz 5 und mit der Option auf jeden Fall noch einen, vielleicht sogar zwei zu überholen. Ja, man muss natürlich dazu sagen, die Jungs sind zwar vielleicht in Grid 1 hier noch nicht aufgetaucht, also ist es ein Maximilian Severin als auch ein Patrick Engelmann, aber das sind absolut erprobte Grid 2-Fahrer, die in Grid 2 immer vorne mit dabei waren und in Grid 2 mindestens genauso hart gekämpft wie in Grid 1. Oh, Michael Fayer hat das Spiel verlassen. Oh Mann, irgendwie ist es heute der Tag der Spieleverlasser. Das ist wirklich ein bisschen der Disconnect. Fachausdruck. So, was macht der Severin mit Wernicke, wenn es gleich auf die Stadt-Zielgerade geht? Wernicke hat also den Anschluss verloren auf Engelmann. Das heißt, Engelmann hat jetzt eine Ruhe, da wird am Ende der Gerade nichts mehr passieren. Severin dagegen wird jetzt an Wernicke, wenn er nicht zu früh rauszieht, oder er fährt ihn wieder aufs Heck. Oder Wernicke geht nach innen und Severin geht wieder weit. Wenn er Stopping wurde, kann ja nur hier das hier so nicht so seine Lieblingsposition sein. Aber hält sich hier erstmal schadlos und gibt mal einen Gang zurück. Versucht es also jetzt wahrscheinlich an der nächsten Stelle, wobei es hier natürlich schwierig wird. Macht Marcel in die Tür. Völlig in Ordnung. Dann muss Maximilian etwas weitergehen. Könnte es theoretisch versuchen, hier ganz in die Linie reinzukriegen, aber das schafft er nicht. Da fährt man fast Marcel so enger. Könnte jetzt macht Marcel die Tür zu auf der Innenseite. Jetzt müsste sich Marcel, wie vorhin auch Patrick Engelmann, außen vorbei bremsen. Der BMW kann sehr spät bremsen, das wissen wir alle.
versucht jetzt hier eine Art zu kreuzen. Das klappt doch einigermaßen. Die nächste Kurve ist eine Linkskurve, die geht allerdings voll problemlos. Die Kurve hier nach und ist eine Rechtskurve. Da wird Marcel dann wieder vorne sein. Beziehungsweise sich in den Rand und kann außer auf die Tür, sondern das macht er gut. Und Marcel geht quer. Fast Abflug von Marcel Wernicke. Hat er super gemacht, der Maximilian. Also nochmal rekapituliert. Maximilian Severin von der 23 auf die 4 in Lauf 2. Also für mich heute Abend hier der Star des Rennens. Noch ohne damit die Leistung von Johannes schmälern zu wollen, aber absolut beeindruckend. Marcel Wernicke beißt. Also er überfährt das Auto auch ein bisschen, muss ich sagen. Es sieht zumindest so aus, klar, er scheint das beim Hecktriebler immer ein bisschen unruhiger als bei Fronttrieblern, aber es scheint so, als würde er es nicht wahrhaben wollen und würde irgendwie mehr erreichen wollen, als tatsächlich geht. Denn auch ein fünfter Platz für Marcel ist ja durchaus in Ordnung. Wäre nicht vielleicht auch auf 2. So, schauen wir mal. Gerd Hackamp ist dahinter. Vorderen Mittelfeld, sagen wir mal, oder hinter der Spitze. Auch ein Michael Schöttler dran, der auch heute von der Geschwindigkeit her echt ein bisschen Probleme hat, muss man sagen. Gerd Hackamp ist jetzt richtig dran, wenn sich also Windschatten da gut ansaugen kann, sollte das beim Anbremsen auf Kurve 1 durchaus möglich sein. Ja, und viel Möglichkeiten hat er nicht mehr, denn wir gehen jetzt hier gerade in die 10. Das ist die 11. schon. Der scheint doch in die 10. Runde, also in die vorletzte Runde. Nein, hier ist die Verwirrung. Ja, ich wollte sagen, da ist keine Lücke. Ja, aber da ist dann tatsächlich auch der hintere dann eher, weil das ist klar, er muss da reinziehen, der Michael. Da kann er nicht für so einen Millimeter wirklich die Tür auflassen. Ja, und wie wir, guckt Stefan Loke sich das hier in einer sehr logischen Position an. Nur leider ist der achte Platz im zweiten Rennen nicht mehr so viel wert, wie er denn im ersten Rennen war. Ja, da kam mit aller Gewalt vorbei und Stefan Loke sagt fast schon Dankeschön. Denn wie immer in der WTCC komme ich nicht vorbei nach vorne, werde ich überholt. Zumindest besteht groß die Gefahr dazu. Ja, das ist ähnlich wie bei Maximilian zu sehen war, zumindest auch im ersten Lauf, finde ich, dass Gerd Hackamp auch ziemlich das Auto überfährt. Also ich glaube, so die letzten paar Zehntel und die letzte Souveränität holt sich hier Gerd, darüber etwas ruhiger zu fahren. Also wenn wir uns das anschauen, was Hannes zum Beispiel bewerkstelligt mit seinem Auto. Auch Michael Schöttler ist eigentlich so ein Kandidat. Ganz berühmt dafür war auch Michael Bräutiger. Das Auto so derart ruhig fährt und so wenig driftet und rutscht, dass man plötzlich am Schluss einfach schneller ist. Und nicht umsonst ist Bräutiger so oft Meister geworden hier in dieser Serie. Je mehr sich das Auto bewegt, umso unglücklicher ist es, zumindest auf die 11 Runden bezogen. So, schauen wir beim hinteren Feld. Biegig auf der 9. Leupold wird gejagt von Stefan Bierwirth. Dahinter dann mit einem kleinen Abstand Frank Fries. René Beitz ist auf der 13. Roland Mittag fährt ziemlich alleine auf der 14. Andreas Meyer auf der 15. Thomas Kiefer, tja, immer noch auf der 16. Ohne Frontsplitter. Ob er das allerdings halten kann, ist die Frage. Denn es kommt jetzt schon Sven Schnabel, der Marius und der fährt aber auch eine Kampflinie, der Thomas. Ja, Georg Kiefer auf der 19, Liebenstein auf der 20, vor David Krocker auf der 21. Das ist für David Krocker richtig böse, weil ich bin mir im Moment noch nicht sicher, wer hier wirklich die Abstiegskandidaten sind. Aber Leistenschneider ist mit Sicherheit ein Kandidat mit seinem Nuller in Lauf 2, aber auch Krocker muss man mal abwarten. Ja, Krocker ist immer ein Sechser geworden, das dürfte kein Problem sein. Das stimmt. Ja, Scheuerle, souverän vorne, 5 Sekunden Abstand. Der Wahnsinn. Plätterer, das Beste rausgeholt, was rauszuholen war, mit P2. Absolut. Ja, super. War auch nicht so zu erwarten. Also wirklich ein absolut bombastisches Rennen auf jeden Fall. Er sieht immer sehr ruhig aus bei Hannes. Fährt das wirklich, wie du schon sagst, das Auto sehr ruhig. Aber dadurch kann er halt am Ende nicht mehr, zwar nicht zulegen, aber im Verhältnis zu den anderen doch deutlich schneller fahren. Oder zumindest seine Zeiten länger hochhalten. Und das hier wirklich mit 56 Kilo. Das muss man sagen, ist aller Ehren wert. Da fährt er vor einigen wirklich auch namhaften Fahrern deutlich schnellere Zeiten auch. Und kann hier nur mit Johann Scheuerle nicht mitfahren, der hier wirklich heute ein absolut super Rennen fährt. Quali-Pol, war er Pol? Muss mal gucken. Ja, war Pol. Und 2 Laufsiege, die fährt er jetzt, er fährt jetzt über Stadtziel. Die Kamera schwenkt um und er wird sich wahrscheinlich freuen, wirklich, wie gesagt, ein Doppelsieg. Und das ist wirklich
toll. Also das kann man nicht anders sagen. Also es ist natürlich der Tagessieger heute. Und das meinte ich, da kann er natürlich vorne noch ein bisschen angreifen. Ja, auf Platz 2 ein absolut überragender Hannes Flederer, jetzt reicht's aber. Patrick Engelmann, also als, ich sag's mal, Newcomer hier in Goethe 1 bei uns, hätten wir auch so nicht zu erwarten. Sehr, sehr, ja, großen Glückwunsch auch da an den Patrick. Maximilian Severin konnte wirklich auch im zweiten Lauf wirklich seinen Speed sehr, sehr gut umsetzen und konnte einen vierten Platz nach Hause fahren. Vor Marcel Wernicke, der dann heute zum ersten Mal die Meisterschaftsführung abgibt vor den letzten beiden Läufen. Gerd Hakamp fährt einen sehr guten sechsten Platz. Ronny Fiebig, Ronny sagte selber, er fährt ja nicht so oft in Grid 1, mal gucken, wie lange er drin bleibt. Ronny, mit Sonderleistung bleibst du mehr als drin. Ja, Michael Schöttler auf einem achten Platz, Stefan Loke auf einem neunten, Stefan Bierwert fährt auf der Platz 10 ins Ziel, Ronny Leupold auf der 11, Frank Fries auf der 12, René Beitz auf der 13, Roland Mittag auf der 14, auf der 15 kommt Andreas Meyer ins Ziel, Thomas Kiefer auf der 16, Sven Schnabel auf der 17, Marius Schulz auf der 18, Georg Kiefer dann noch auf der 19, Markus Liebenstein fährt auf der 20 ins Ziel. David Kocker kommt dann auch auf der 21 und ja, leider nicht ins Ziel gekommen sind Michael Fayer. Habe ich jetzt noch einen hier übersehen? Nils, hilf mir bitte. Nee, es müsste soweit, müssten eigentlich da, Thorsten Leisenschneider. Thorsten Leisenschneider, genau. Der ist ja auch gerade im Chat, genau, der mich gerade im Chat darauf aufmerksam machte, dass er natürlich Dritter war in Lauf 1, konnte ich das vergessen und somit wohl, was den Abstieg angeht, keine Probleme haben wird, damit an dieser Stelle korrigiert. Entschuldige dafür. Ja, ich würde sagen, wenn du dich auf die Suche nach ein paar Interviewpartnern machst, wir haben ja hoffentlich heute mal ein paar neue Stimmen da, gucken wir uns mit den Zuschauern mal die Wiederholungen an, machen dafür den Ton weg, weil er doch sehr in der Kommentierung stört, auch wenn es später um die Interviews geht. Gucken uns das Ganze mal an und in erster Linie den Start des zweiten Laufs mit diesem Massencrash und schauen mal, was da genau passiert ist. So, gucken wir das mal auf dem Weg dahin. So, jetzt habe ich hier das große Problem, dass ich gar nichts sehen kann. Warten, bis das Bild etwas besser wird. Vielleicht kann der Chat mir helfen, ob wir auf der richtigen Strecke sind. Ich kann meine Briefmarke nicht sehen. Das sieht gut aus. So, das ist Rennen 2, was ich hier geladen habe. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, so wie es aussieht, Johannes Scheuler, das muss man sich im späteren Verlauf mal anschauen, beziehungsweise im Live-View. Hat wohl auch in dem ersten Lauf die schnellste Runde gefahren, im zweiten Lauf möglicherweise nicht, aber trotz alledem kann man ja wirklich von einem Triple, von einem Hattrick sprechen. Also mehr war für ihn heute nicht zu holen. Also ganz außerordentliche Leistung, das muss man schon sagen. Aber auch gerade was die neuen Fahrer in Grid 1 angeht, also Patrick Engelmann sei hier stellvertretend genannt, als auch Maximilian Severin, wirklich absolut super. So, dann gucken wir mal. So. Gucken wir uns das aus der ansonsten nicht so geliebten Kamera an, die aber hier wirklich am besten funktioniert. So, schauen wir uns das mal im hinteren Feld hier an. Gucken mal, wo es da an welcher Stelle und zwischen wem gekracht hat. Da ist es schon passiert, da vorne. Oje, 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 oje. So, spulen wir das Ganze mal zurück. Oh, das sieht tatsächlich so aus, als ob es dann wirklich der Michael Fayer war. Bei dem René Beitz müsste es da vorne sein. Weil er leicht einen aufs Auto gibt. Der einfach, ich würde nicht sagen zu spät, ja, aber auf jeden Fall später. Unglücklich trifft, ja.
René Beitz, und dadurch sich aber selbst querstellt. Ach, du hast minimale Berührung, heckgetriebenes Auto und das war's, ne? Da haben wir hier das komplette Tohuwabohu. Alle, die dahinter kommen, trifft es letztendlich. Dann geh doch mal bitte im Standbild auf den Thomas Kiefer, weil der muss da ja auch voll reinknallen. Ja, ich wollte mir das gleich nochmal unter Maximilian angucken. Thomas Kiefer erwischt eigentlich nur ein Fahrzeug, aber genauso unglücklich. Wir hatten schon gesehen, Marcel Wernicke war wirklich perfekt durchgekommen. Und alle anderen trifft es da wirklich böse. Und wir hatten dann dahinter noch eine Situation, wo nochmal, da sehen wir es da vorne, nochmals knallt. Gucken wir uns das mal an. Da ist es schon passiert. Ah nee, das ist... Mein Gott, der arme Leistenschaftler. Ach du... Da, also meine Herren, aber da vorne ist es. Aus dem Leistenschaftler wird dann nochmal frontal getroffen. Falsch rum, deshalb passiert das. Das ist wieder René Beitz, oder wer ist das? Ja. Das ist wieder René Beitz, der da getroffen wird. Ja, oder immer noch? Nee, tatsächlich... So, der sich jetzt hier aus der Situation befreien kann, eigentlich auf P2 ist, also eigentlich für ihn alles im grünen Bereich und dann in die Zange genommen wird. Wernicke, also von Wernicke leicht angetitscht und dann von außen, ach, und trifft es. Also, das ist natürlich jetzt schwierig, aber ich sag mal, wenn ich das, also nee, wir sagen da gar nicht, man kann sich ja so ein eigenes Urteil darüber erlauben, aber ja. Genau. Wir sagen halt mal gar nichts, wir gucken das Ganze jetzt nur noch mal aus einer Position an, nämlich aus der von Maximilian Severin. Maximilian Severin ja wirklich von der 21. Position gestartet ist und schauen uns das jetzt mal mit seiner Kamera hier an. Also anbremsen, erste Kurve, da vorne knallt. Severin ist hier in einer einigermaßen unglücklichen Situation und erwischt eine unglaubliche Lücke, die vor ihm aufgeht sozusagen und auch hier wieder, also ist, hat mit nichts was zu tun, trifft es also perfekt von der 21 auf die 15. Allerdings muss man jetzt auch ganz klar sagen, dass Maximilians Leistung, so weit nach vorne zu kommen, nicht allein am Startcrash lag. Also er ist nicht da von 20 auf 5 gespult worden. Wahnsinnsleistung in seinem Auto, oder? Ja, unglaublich. Also er hat einen super Schwung, trifft genau die richtigen Linien, hat geguckt, hier absolut perfekt die Innenbahn getroffen ist. Also hier auf der 11 wird zwar jetzt wieder von Liebenstein überholt, aber er fährt wirklich mit einer fantastischen ersten Runde ganz weit nach vorne. Absolut super Leistung. Das war die kurze Analyse. Eine wirklich böser Massencrash. Für alle Protagonisten, die mittendrin steckten, wirklich sehr, sehr unglücklich. Tja, nutzen wir die Chance, die ein oder anderen Protagonisten live bei uns zu hören und holen die mal rein zu uns in den Chat. Beziehungsweise ja, ganz genau. Also wir haben hier heute zum Interview haben wir natürlich Johannes Scheuerle. Der ist klar, der Dreifachsieger, wenn man so sagen darf. Ja, Hannes Fledderer. Macht mich verrückt, diese beiden Vornamen. Hannes Fledderer, der hier, da braucht man nicht groß rechnen, die Tabellenführung übernommen hat. Patrick Engelmann, unser, nennen wir es mal, Shootingstar. Und dann würde ich noch Thorsten Leistenschneider erwähnen. Ja, nennen wir ihn den Pechvogel. Und mit dem möchte ich auch gerade anfangen. Als allererstes die Frage, Thorsten, hast du dich ein bisschen abgeregt? Bist du wieder in der Lage, klare Sätze zu fassen, ohne irgendwelche bösen Worte dabei zu verlieren? Alles entspannt. Super. Thorsten, erzähl mal. Jetzt hast du ja dich schon ein bisschen drüber aufgeregt vom letzten Mal, wie mit dir umgegangen war. Da warst du nicht ganz so glücklich. Jetzt lief es heute im Quali wieder ganz gut. Jetzt gucke ich mal, Dritter im Quali, auch das erste Rennen als Dritter beendet. Also lief wahrscheinlich alles mehr als nach Plan. Ja, und dann kam das zweite Rennen. Und das möchten wir gerne mal deiner. Wir haben es uns mal gerade schon mal angeschaut, aber ich denke mal, du wirst uns da auch ganz Gutes drüber berichten können. Also nicht so Gutes, aber Interessantes. Ja, zu viel habe ich wirklich nie gesehen. Also ich hatte einen recht guten Start wieder, bin ganz gut zwischen die ersten beiden Scirocco's durchgerutscht und hatte dann noch irgendwie zwei Scirocco's vor mir, konnte mich sogar schon neben einen von den beiden setzen. Dann sind wir praktisch beide zusammen in die erste Kurve eingebogen. Ich habe ein bisschen Platz gelassen, so dass wir da also gut gemeinsam durchkamen. Und dann habe ich nur gesehen, wie er sich plötzlich wegdrehte mit dem Heck und hat er mich getroffen. Und ich habe mich gedreht, stand dann rückwärts im Feld und habe dann einfach nur noch die Augen zugemacht. Und irgendeiner hat mich dann erwischt. Und dann war das Auto so dermaßen kaputt, dass wirklich gar nichts mehr ging. Ich musste mir den Kurs schleichen, um in die Box zu kommen. Und das hätte jetzt nicht mehr viel gebracht. Deswegen habe ich dann aufgegeben. Ja, ja, man hat, ähnlich haben wir es eigentlich auch gesehen, nur wir haben die Augen nicht zugemacht, sondern es haben da wirklich böse mit dem mitgespielt. Also hat es wirklich eine minimale Berührung gehabt. Aber das hat leider gereicht. Das ist einfach das,
los, das heckgetriebenen Fahrzeugs, da hast du einfach natürlich ein Problem. Du hast ganz, ganz leicht einen auf die Ecke bekommen oder in die Seite und das hat dich natürlich komplett weggedreht. Und dann ist ja wirklich frontal einer in dich reingefahren, während du gegen, ja, genau andersrum zur Fahrradrichtung standst. Aber ansonsten war dein Speed heute eigentlich zufriedenstellend. Ich denke, da warst du auch ganz zufrieden, oder? Oh, ich war mehr als zufrieden, ehrlich gesagt. Also ich hatte mir nicht viel ausgerechnet. Eigentlich hatte ich in den privaten Trainings immer das Gefühl, dass der Wagen wie ein Sack Kartoffeln liegt auf der Strecke. Aber heute ging es tatsächlich doch wirklich viel besser, als es geplant war irgendwie. Also ich hatte mir sogar, ehrlich gesagt, im zweiten Rennen mit dem guten Start bis kurz vor der ersten Kurve ja ganz gute Chancen ausgerechnet, weiter nach vorne zu kommen. Ja, ansonsten würde ich sagen, war ein sehr interessantes Rennen. Grundsätzlich mal, wo wir dich jetzt mal hier überhaupt drin haben, bist du grundsätzlich mit dem BMS Incognito, wie er ja nur offiziell heißt, zufrieden? Oder bereust du die Wahl? Nee, bereuen auf keinen Fall. Also bei mir ist die Wahl eigentlich nur Front- oder Hecktriebler. Ich bin eine ganze Weile Fronttriebler gefahren und irgendwann bin ich mal auf den Hecktriebler umgestiegen und seitdem möchte ich keinen Fronttriebler mehr fahren. Und die BMW-Armada, die sind alle zu stark, die Fahrer. Die haben die sammeln zu viele Kilos, deswegen nehme ich lieber den BMS. Damit kommt man auch ganz gut klar. Und so schlecht ist er nicht. Ja gut. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen dich in den letzten beiden Läufen noch. Also es war immer, wir hoffen mal, dass das Pech dir nicht hold bleibt, sondern dass du vielleicht auch mal ein bisschen Glück hast in den nächsten Rennen, weil das Speed war ja in den letzten beiden Rennen auf jeden Fall beeindruckend gut. Und ich sag mal, immer Pech kann man auch nicht haben und ja, vielleicht sehen wir uns dann in den beiden Läufen nochmal. Ja, besten Dank. Dein Wort in Gottes Ohren. Alles klar. Ciao, ciao. Ja, ciao. Kommen wir zu Patrick Engelmann. Patrick, dich habe ich versucht, über Wochen jetzt mal aus Grid 2 heraus abzuwerben, damit du mal kommen kannst und mir berichten kannst, uns berichten kannst, wie es in Grid 2 lief. Jetzt hast du den Sprung endlich zum Ende der Saison mal in Grid 1 geschafft. Ich hatte schon im Stream berichtet, dass das für dich ja immer sehr unglücklich lief. Eigentlich vom Speed her absoluter Grid 1-Fahrer. Ja, jetzt bist du hier und direkt zwei absolute Top-Ergebnisse eingefahren. Wie viel Spaß hat es dir denn gemacht in Grid 1? Abend erstmal. Ja, Spaß. Wunderbar, also mehr kann man eigentlich bei Race und in der VR nicht erleben, außer in der WTC-Liga, da wo wir fahren. Es macht Spaß, es wird hart gekämpft, es wird fair gekämpft und Marcel und ich haben es euch eindrücklich bewiesen, dass es auch in manchen Kurven geht, da wo es eigentlich nicht geht. Ja, das stimmt. Das konnte man beobachten. Zu den Grid 2 und Grid 3 und wo ich nicht überall rumschwirrte, war eigentlich nur mein Rechner schuld. Also jedes Mal, wenn ich wirklich die Pace hatte, aufzusteigen, Disconnect oder, keine Ahnung, Lenkrad hat Aussetzer gehabt, ging einfach irgendwie immer schief. Und jetzt durch die Zusammentransformierung der ganzen Grids bin ich aufgestiegen und habe euch heute gezeigt, was ich kann. Ja, nochmal Glückwunsch dazu. Wirklich zwei super Ergebnisse und hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Danke, danke. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir als nächstes mal ans Mikro den, ich hatte es gerade schon kurz zu ihm gesagt, die Leistung war ja, Johannes, was habe ich gesagt, geht so, ne? Also es war ja ganz okay, also der langsamste warst du heute nicht. Nee, Spaß beiseite. Also wir hatten ja vorher schon gesagt, dass wir heute auf jeden Fall mit dir rechnen. Wir hatten auch gesagt, dass es vielleicht sogar ein Doppelsieg werden kann, aber dass das dann wirklich dann auch so kommt. Ja, also herzlichen Glückwunsch zu dem wirklich super Ergebnis heute. Mehr geht einfach nicht. Pole Position, erste Rennlauf, zweite Rennlauf, wenn ich es richtig gesehen habe, das habe ich aber nicht ganz beobachtet, glaube ich in beiden Rennen auch die schnellste Runde. Hast du damit gerechnet und was hast du da im Tank gehabt? Danke erstmal. Gerechnet habe ich damit überhaupt nicht. Und insgesamt kann ich gleich mal sagen, das ist eigentlich ziemlich vergleichbar mit dem Rennen aus Kyalami oder wie es heißt. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo schon mal gewonnen habe. Da habe ich gar nicht trainiert. Hier auch wieder nicht. Und ich glaube, es werde ich das nächste Mal auch wieder machen. Man hat vielleicht gesehen, im Training und in der Quali, ich wurde immer schneller und kam immer besser zurecht. Habe dann in der Quali zum Glück noch eine schnelle Runde hinbekommen. Hab mich am Anfang ein bisschen schwer getan und ja, die Rennen liefen perfekt. Also genial. Also hast du das so auch nicht erwartet und es war dann für dich auch recht überraschend. Ja, auf jeden Fall. Ja, erwartest du noch was? Also ist dein Ziel jetzt wirklich noch anzugreifen? Weil ich sag mal, vor diesem Rennen hattest du 115 Punkte Rückstand zur Spitze. Heute hast du, ich glaube, ja, wie viel hast du gemacht? 300 Punkte knapp. Also von daher, da ist ja einiges gemacht. Also rechnest du dir noch was aus auf die Spitze oder hast du das schon abgeschrieben?
habe ich eigentlich schon abgeschrieben. Ich gehe jedes Rennen neu an, probiere jedes Rennen so gut abzuschneiden, wie es geht. Und ja, dann werde ich sich zeigen, was rauskommt. Ich habe einfach mit dem, ich glaube, 20. Platz da bei dem einen Regenrennen, wo ich Slicks drauf hatte, eigentlich die Karten schon verspielt. Dann vor 2 Wochen war es, vor 4 Wochen sogar, glaube ich, wo ich dann da das mit dem WTCC-Pack nicht gebacken bekommen habe, wo ich das Rennen aussetzen musste. Das war alles ein bisschen unglücklich und deshalb nach ganz vorne rechne ich mir nichts mehr aus. Ich hoffe einfach noch ein paar gute Ergebnisse so zu erzielen. Also spätestens dann zur nächsten Saison können wir dann dich zu den Meisterschaftsfavoriten zählen. Dann willst du richtig angreifen, vermutlich, oder? Ja, hoffentlich, wenn ich dann da wieder dabei bin. Wer weiß. Ja, alles klar. Würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Jo, ciao. Ja, kommen wir zu unserem letzten Gesprächspartner heute Abend, Hannes Flerrer. Ja, Hannes, herzlichen Glückwunsch zu einem wirklichen Ritt, würde ich sagen. Also das war ja immer wieder ganz klar und auch deutlich vor diesem Rennen schon, auch vor der Quali oder während der Quali. Es geht letztendlich um dich und Marcel in erster Linie. Also irgendwie vor Marcel kommen, das ist dir ja in der Quali schon gelungen. Dann in Lauf 1, glückliche Fügung, sagen wir mal, plus einen guten Rennspeed, bist in die Top 8 gekommen. Pole Position für Lauf 2 und dann im zweiten Lauf den zweiten Platz gehalten an Scheuerle, klar, den konntest du nicht halten, das war, glaube ich, allen deutlich. Aber wie zufrieden bist du? Ja, erstmal danke. Ja, ich bin hochzufrieden. So schlecht wie es angefangen heute mit der Quali, da habe ich es irgendwie gar nicht gebacken gekriegt im ersten Sektor. Vor allem, da haben mir fast 3 Zehntel gefehlt auf meine normale Zeiten, die ich gefahren bin. Und dementsprechend enttäuscht war ich dann natürlich, mit Platz 15 war es, glaube ich, nur. Und umso erfreulicher war Rennen 1, wo ich dann in der, ich glaube, vorletzten Runde noch glücklicherweise auf P8 vorkommen bin. Und Rennen 2, Start war okay. Und Johannes, den konnte ich wirklich nicht halten. Also das war mir dann auch von vornherein klar, dass die 2 Sekunden, wo ich da Vorsprung hatte, nachdem man Marcel überholt hatte, dass die nicht reichen werde, war mir klar. Und deswegen, also ich bin hochzufrieden, Ziel erreicht, müsste Tabelleführung übernommen haben. Das war mein Ziel heute. Und ja, also ich bin rundum zufrieden. Nur die Kilos bleiben jetzt halt natürlich, aber ja, gut, damit muss man dann halt leben. Würde ich auch sagen. Keine Arme, keine Kekse. So ist das. Ja, leider. Ja, dann würde ich sagen, geht wieder ein aufregender Rennabend zu Ende. Es waren wirklich zwei tolle Läufe. Also richtig, richtig spannend. Vor allem der zweite Lauf war absolut fantastisch anzuschauen und zu moderieren. Uns beiden hat es wieder großen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern und Fahrern auch. Zumindest möchten wir uns bei den Fahrern bedanken, bei den Jungs im Chat, die uns Laune gehalten haben und uns ein paar wichtige Informationen gegeben haben und auch bei allen, die hier zum Interview zur Verfügung standen. Und würde sagen, Chris, bis in 14 Tagen, oder? Ja, ganz genau. In 14 Tagen geht's weiter. Also da werden die 2 Wochen wahrscheinlich wieder schnell umgehen. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Ich wünsche einen schönen Abend noch und verabschiede mich. Ciao, ciao zusammen. Die Ampel wird rot. Jetzt geht die Ampel aus. Die Reaktion von Stanger, mal schauen, ob er sich da eine Position holen kann. Katapult da, der ist wirklich auf 12. Das gibt's doch gar nicht. Der hat 8 Plätze gut gemacht. Ja, man sieht hier, er kann aber auch hier wieder absolut super Manöver. Genau, von beiden, aber auch beiden lässt sich den Platz übernehmen, kann nebeneinander her. Doch, macht er. Jetzt hat er die Möglichkeit, setzt sich aus dem Leben und wartet. Oh, und jetzt wird er weggedreht. Genau. Uiuiui. Kiefer spät auf der Bremse und schafft es auch nicht, doch er schafft es. Boah.